69 Neuheiten konnten wir schon spielen, die ballern wir jetzt ganz schnell durch, weil wir wollen euch mitgeben, was davon braucht ihr wirklich und was sollte man lieber links liegen lassen. Ab geht's. Wir haben wieder wundervolle Gäste am Start. Herzlich willkommen, Flo von Get On Board und Sven von Brettballett. Und wir fangen erstmal an mit 16 Neuheiten, die es jetzt endlich auf Deutsch gibt. Die gab es schon längere Zeit auf Englisch und jetzt Gott sei Dank auf Deutsch. Und wie üblich fangen die Gäste an. Flo, leg los bitte. Sehr viele Spiele, über die wir heute reden. Und mein absolutes Highlight, was in Essen rauskommt, direkt als erstes, das Ready, Set, Bet, ein Pferdewettspiel, was mit App-Unterstützung daherkommt oder einen Moderator benötigt. Ich finde beide Varianten sehr, sehr klasse. Und auch Leute, die sagen, naja, mit Apps möchte ich bei Brettspielen nichts zu tun haben, probiert's mal. Ansonsten braucht ihr halt einen, der es moderiert. Ein absolut tolles, große Gruppenspiel. Also 5, 6 am Tisch ist schon echt super. Mit wenigern wird es ein bisschen weniger Action, aber man fühlt sich halt, das finde ich klasse, es gibt kaum ein Spiel für mich, was das so umsetzt wie dieses, dass man sich fühlt wie im Casino. Also nur dieses chaotische, gleichzeitige Wetten auf das Pferderennen, was da abgeht, was eben entweder die App, die sehr gut ist, und ich glaube, die auf Deutsch auch extrem gut sein wird, oder halt der Spielleiter simuliert. Es ist eine absolute Mordsgaudi, dieses Spiel. Und es ist für mich in den letzten 1,5 Jahren, seit ich das erste Mal gespielt habe, mein liebstes große Gruppenspiel geworden. Also Riesenempfehlung von mir. Und ich glaube, damit bin ich hier nicht allein, oder? Von allen Daumen hoch? Ja, man erlebt auch selten ein Brettspiel, wo so viele Leute um den Tisch stehen. Mhm. Immer. Ja. Und wir dürfen ja nicht sagen, wer die deutsche Synchronisation sprechen wird. Aber Leute, haltet euch fest, es wird großartig werden. So, bei mir ist auf dem Schirm, ich habe schon gespielt, Abomination, Frankenstein-Thema, ist über die Spieleschmiede herausgekommen, einer von den 387 Verlagen von Happy Shops, ich weiß gar nicht genau welcher. Und wie ich sagte, es hat das Frankenstein-Thema, es ist ein Worker-Placement-Spiel und wir sind Gehilfen von Frankenstein und wollen unsere eigenen Kreaturen nachbauen. Und was ich an dem Spiel unfassbar gut finde, das ist dieses Thema, was da brutal gut durchkommt. Denn wir wollen natürlich, während wir unseren Frankenstein nachbauen, brauchen wir Körperteile. Körperteile können wir uns übers Krankenhaus, über die Leichenhalle klauen. Da sind sie noch sehr frisch. Da haben wir aber die Gefahr, dass wir geschnappt werden von der Polizei. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, naja gut, wir wollen vielleicht jetzt nicht so viel riskieren und holen uns vom Friedhof einfach ein paar Knochen. Die sind nicht mehr ganz so frisch. Wir müssen dann versuchen, halt unsere Leiche zusammenzupuzzeln und das Ganze dann versuchen, ja, ihn lebendig werden zu lassen. Aber auch das kann scheitern. Dann muss ich vielleicht auch nochmal neu anfangen, wenn mir da irgendwelche Körperteile weggehen. Das ist ein sehr morbides Spiel, aber es macht wirklich Spaß. Es ist ganz cool, dass die deutsche Version jetzt auch die angepassten Regeln hat, die gestreamliner und schneller sind. Die englische Version, die vor, ich glaube, 3, 4 Jahren schon erschienen ist, da war der Hauptkritikpunkt, dass die sehr lang ist. Das haben die alles ein bisschen angepasst. Also wer auf Worker-Placement-Spiele mit morbiden Thema steht, sollte mal einen Blick auf den Herrn Frankenstein werfen. Mag das sehr gerne. Es ist sehr, sehr lustig und wie gesagt, vom Thema her manchmal schon ein bisschen derbe, aber ziemlich cool. Wir haben letztes Jahr schon im Headquarter The Great Split gespielt und das kommt jetzt auch endlich bei Heidelberg Games raus. Ist ein I Cut You Choose Spiel, aber das Schöne finde ich hier, dass man wirklich nur mit seinen Nachbarn agiert. Das heißt, auch mit mehr Leuten funktioniert das sehr gut und es fühlt sich immer so belohnt an. Also egal was, man bekommt immer genug Sachen, womit man was Cooles machen kann. Im Endeffekt setzt man die Sachen ein, um dann halt auf so einem großen Tableau Leisten vorzuschieben und irgendwelche Sachen zu erreichen. Also fühlt sich dann schon so ein bisschen an wie so ein Roll and Ride, also vor allem den Ride-Aspekt. Ich fand das eigentlich ganz cool, vor allem für ein I Cut Your Choose Spiel, was nicht unbedingt so ein Mechanismus, der mir immer gefällt. Ich finde die Aufmachung schön, das Board sieht ein bisschen schlicht aus, aber ich mag diesen Stil. Und ja, dass es auch gut mit größerer Gruppe funktioniert, weil man halt nur mit seinen Nachbarn agiert. Das fand ich eigentlich ganz cool. War es für euch auch noch positiv in Erinnerung? Also ich habe vor allem noch das tolle Artwork in Erinnerung. Also ich finde, das ist ein prima Geschenk auch, weil das wirklich was hermacht. Und von den Mechanismen kann ich dem Ganzen nichts hinzufügen. Ich fand es ganz gut, man muss sich nur bewusst werden, es ist halt so ein bisschen so ein Leistenschubser. Das erste Spiel, das ich heute aufs Parkett bringen möchte, ist Obsession. Das gibt es mittlerweile ja schon seit 5 Jahren auf Englisch und endlich hat sich jemand erbarmt, das auf Deutsch rauszubringen, nämlich Strohmann Games. Ich glaube, in der BGG Top 100 ist das mittlerweile irgendwo auf Platz 80, 90 oder so. Also es erfreut sich schon sehr lange großer Beliebtheit. Deswegen greift jetzt zu, wenn es auf Deutsch rausgekommen ist. Es ist ein sehr interessantes Strategiespiel, weil es wirklich vom Thema her was ganz Ungewöhnliches ist. Wir spielen Adelsfamilien im
viktorianischen England und müssen halt durch Ausbau unseres Estates und durch Anlocken verschiedener hochadliger Gäste und dann durch Aktivitäten wie Boulespielen oder Frühstücken im Park müssen wir halt langsam so unser Estate ausbauen und dann eben unser Prestige möglichst nach oben treiben. Also im Endeffekt geht es um Siegpunkte. Aber ja, ich bin selbst kein großer Downton Abbey-Fan oder irgendwie kann mit dieser Zeit und diesem ganzen Genre eigentlich gar nicht so viel anfangen. Trotzdem hat mich persönlich das auch total gecatcht. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es einer von euch gespielt habt, aber wenn nicht, jetzt ist der Moment, wo ihr da unbedingt mal reinschauen solltet. Ich habe nur dein Video im Kopf. Obsession. Obsession. Von zwei sehr schönen Titeln, sehr hochklassig aussehenden Titeln, die beide wirklich einen Blick wert sind, zu einer meiner größten Enttäuschungen der letzten Jahre, und zwar Cat in the Box. Ein Stichspiel, auf das ich mich so lange gefreut habe. Die Prämisse, dass man nur eine Stichfarbe auf der Hand hat, beziehungsweise keine farbigen Karten auf der Hand hat und beim Ausspielen eben entscheidet, welche Farbe hat diese Karte denn überhaupt. Und gleichzeitig findet so ein bisschen so ein Area-Control-Element auf dem zentralen Spielfeld statt, in dem wir probieren müssen, wenn wir den Karten Farben verleihen, möglichst angrenzende Karten über die Spielzüge verteilt zu benutzen. Andere kommen einem natürlich in die Quere. Ich war super gehypt auf dieses Spiel und habe es bekommen, mit drei Leuten gespielt, mit zwei Leuten gespielt. Geschenkt ist für ein Stichspiel wahrscheinlich nicht das Beste. Mit vier Leuten gespielt und ich glaube, fünf gehen auch. Ich habe es mit allen Personenanzahlen mehrfach durchprobiert und es hat nie wirklich so top funktioniert, wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich war dennoch enttäuscht, weil es für mich eher ein Gimmick ist als ein ausgewachsenes Stichspiel, finde ich. Wie war es bei euch? Ich mag es total gerne. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Stichspiel-Fan. Ich bin dafür ein großer Area-Control-Fan. Und dieses kleine Gimmick drin zu haben, das mochte ich sehr, sehr gerne. Also ich mag es. Ob man jetzt, es ist ja gerade auf Kickstarter diese Giant-Version, ob es das braucht, das finde ich auch ein bisschen albern. Aber an sich finde ich, für jemand aus Sicht, der nicht so der größte Stichspiel-Fan ist, hat es mir viel Spaß gemacht und kommt bei uns immer wieder gern auf den Tisch. Gerade so dieser Schrödingers Katze-Effekt. Ja, also bei uns hat es wirklich in vielen Gruppen gut gezündet. Ja, wir haben es ja auch zusammen gespielt, ne, Sven? Und ja, also mir hat es auch ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Ich fand auch bei mir hat sich das nicht wie ein Gimmick angefühlt, sondern das hatte schon irgendwie auch taktische Tiefe. Ein bisschen Glückskomponente ist natürlich auch dabei. Aber ich würde sagen, wenn ihr Stichspiele mögt, schaut euch das mal an. Weil der heiße Scheiß letztes Jahr war als erstes ausverkauft. Ich habe auch eigentlich viel Positives wahrgenommen. Ich habe so das Gefühl, guckt es euch erstmal an, bevor ihr es blind kauft, würde ich sagen. Ja, dann machen wir mal weiter mit einem Titel, der auch schon länger auf Englisch draußen ist, jetzt aber bei Frosted Games auf Deutsch erscheint und das ist Chronicles of Drunagor. Das ist ein kolossales Spiel, das sieht man auch schon von den Boxen beim Pegasus Pressetag, der kürzlich war, da war die Rosa von Frosted dabei und hatte nicht nur die Hauptbox dabei, die schon riesig war, da konnte man sich schon hinter verstecken, sondern auch die ganzen Expansions, die jetzt dann auch zeitnah mit auf Deutsch rauskommen. Das ist ein Dungeon Crawler. Sowas wie die Richtung kann man schon ein bisschen vergleichen mit Gloomhaven. Was mir da direkt aufgefallen ist, ich habe damals einen Kickstarter bekommen und habe es auf Englisch gespielt. Ich finde die Story deutlich erwachsener und spannender, als das bei Gloomhaven der Fall war. Und es hat eigentlich einen ganz coolen Mechanismus, nämlich, dass wir unseren Charakter, unseren Helden haben. Und da haben wir so den Anspruch, wir müssen versuchen, seine Fähigkeiten zu triggern und freizuschalten über gewisse Cubes. Man hat am Anfang hat man verschiedene farbige Cubes, rote Cubes, grüne Cubes, gelbe, rot steht für Fernkampf zum Beispiel. Ich glaube, grün war für Nahkampf. Und die muss ich dann versuchen, in meine Charakterslots zu packen, um dadurch halt meine Skills oder meine Special-Angriffe oder Bewegungen freizuschalten. Das Gemeine dabei ist, irgendwann sind die Cubes, die ich habe, sind die weg. Ich kann natürlich, indem ich besseren Loot finde, bekomme ich halt nochmal mehr Cubes dazu, die dann auch besser sind. Aber irgendwann muss ich quasi meinen Charakter refreshen. Und dann kommt der Schatten. So, und der Schatten sorgt dafür, dass ich dann immer einen schwarzen Cube nehmen muss und dann bis zum Ende der jeweiligen der Runde, dass ich da entsprechend halt mir mit diesem Schattencube etwas in meinem Charakter verbauen muss, was dann gesperrt ist, bis ich das Szenario abgeschlossen hat. Ich mag es sehr, sehr gerne, auch beim Exploren. Es gibt da halt auch wieder ein fettes Storybook. Da sind dann auch mal so volle Seiten drauf, wo nur eine große Grafik ist mit verschiedensten Möglichkeiten. Das können Charaktere, Orte sein, was man erforschen kann. Da kann man aber nie alles erforschen. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ist für mich persönlich
das bessere Gloomhaven, muss ich sagen, auch wenn man die Spiele jetzt nicht hundertprozentig miteinander vergleichen kann. Aber wer jetzt sagt, er hat schon Bock auf so einen kooperativen Dungeon-Crawler, der aber mal ein bisschen was anders macht, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, auch wenn das allein durch die Masse und Größe nicht ganz günstig sein wird. Ich glaube, hier muss man definitiv sagen, dass es nicht zur Messe rauskommt, sondern erst später. Ich bin mir nicht sicher, weißt du, ob es dieses Jahr noch klappt? Es sollte dieses Jahr noch kommen, ja. Also sie hatten vom Pegasus-Pressetag dabei und sie sagten halt, es soll auf jeden Fall dieses Jahr kommen und nicht so viel später nach der Messe, wenn alles klappt mit Container und Zoll. Aber es soll wohl, wie gesagt, wenn alles klappt, dieses Jahr noch kommen. Alles klar. Was auf jeden Fall da ist, weil das kam nämlich heute auch schon bei mir an, ist Keep the Heroes Out. Helden müssen draußen bleiben, glaube ich, heißt der deutsche Titel. Ich bin nicht 100% sicher, wird ja eingeblendet. Und das ist ein kooperatives Spiel, was ich richtig cool finde. Es dreht dieses Dungeon Keeper-Prinzip um. Nein, es ist Dungeon Keeper. Wir sind nämlich Monster in einem Dungeon und die Helden fallen ein und müssen kooperativ versuchen, die aufzuhalten. Hatten so Spirit Islet Vibes, ist aber nicht so expertig. Also wer sagt, oh, so ein kooperatives Getüftel mit super asymmetrischen Monstern, also jeder hat da so was ganz Individuelles. Entweder man ist so ein Drache, der ein Solo-Figur ist, oder man sind halt andere so Geister oder Skelette waren es genau. Die sind halt in Masse, die fallen halt schneller um, aber wachsen auch schneller nach. Also unterschiedliche Spielstile, jeweils mit dem Deck, also ein ganz leichter Deckbilder auch dabei. Und das kommt, finde ich, sehr gut an, wie ich das wahrgenommen habe. Hat mir auch sehr gut gefallen. Eher so seichteres Kennerspielniveau. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, ich würde dem absolut zustimmen. Ich habe das bei Sven auch gespielt, der wird vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Und ich muss sagen, ich fand diesen Pitch schon total cool, dass quasi alles genau umgedreht ist und dachte mir, hoffentlich hält das mechanisch auch das, was es verspricht. Und das fand ich echt gut. Das war nicht zu überkompliziert, aber es ist doch schon so ein bisschen was zum Grübeln gewesen, wie man irgendwie miteinander taktiert und das hinbekommt. Und wie du schon sagst, diese verschiedenen Fraktionen. Das ist schon sehr cool, weil du immer was Neues ausprobieren kannst. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man sich die Meeple anguckt, Cuteness Overload, oder? Also diese Meeple sind so putzig, es ist so geil. Also das finde ich großartig. Was ich auch sehr cool fand, war diese eine Push-Your-Luck-Mechanik, dass man auch entscheiden konnte seine Runde, okay, ich riskiere noch mehr. Weil manchmal hat man so Züge, wo man gemerkt hat, okay, es läuft nicht gut, eigentlich könnte ich mehr tun, aber geht gerade nicht. Okay, ich reiz noch ein bisschen was raus. Das fand ich cool. Das ist das, was Thomas nie machen wollte. Ich greife jetzt mal kurz Cuteness Overload an, denn was kann denn süßer sein als ein Dreijähriger, der schon seine eigenen Sachen, Klavierstücke komponiert? Wolfgang Amadeus Mozart, ein großartiger Mann, auf dessen Spuren wir uns in Lacrimosa begeben, war letztes Jahr auch sehr gehypt bei Devir Games und dann ist so ein bisschen wieder abgeflaut. Also ich glaube irgendwie, es hatte irgendwie seine ersten Momente und seine großen Fans und dann hat man wieder ein bisschen weniger davon gehört. Mir persönlich gefällt es trotzdem immer noch extrem gut. Es ist ein Eurogame, bei dem wir uns, wie gesagt, auf die Spuren von Mozart machen wollen, sein Requiem vollenden und so ein bisschen erzählen, was wir mit ihm alles so erlebt haben und reisen da durch Wien, sammeln verschiedene Ressourcen im Sinne von Storypunkten und versuchen eben halt dann da an diesem Requiem vor allem Punkte zu bekommen. Hat einen sehr, sehr coolen Deckbaumechanismus, bei dem wir unser Deck nie vergrößern, sondern immer nur Karten erneuern und austauschen, wo wir quasi immer in unser cooles Playerboard oben und unten die Slots befüllen, um dann bestimmte Aktionen zu machen und Boni für das Rundenende zu sammeln. Ich finde, das ist mechanisch und vor allem auch thematisch immer noch ein gutes Ding. Kommt jetzt bei Cosmos raus. Ich glaube, wer auf Kennerspiele steht, es wird es noch nicht als Expertenspiel bezeichnen, eher so Kennerspiel Plus, und dieses Thema interessant findet, schaut da auf alle Fälle mal vorbei. Also es ist ja, muss man ja sagen, wo wir eben bei Gloomhaven waren, ist ja eigentlich quasi Gloomhaven, ne? Also mit dem oberen Teil der Karte, unteren Teil der Karte. Nein, ich finde diesen Auswahlmechanismus auch sehr spannend. Und ich finde auch hier die Optik sehr erwähnenswert, weil die ist teilweise minimalistisch, aber ich finde sie super schön. Einziges, was ich mir wünsche, ist, dass Cosmos die Regeln nochmal überarbeitet. Die fand ich im Englischen nahezu katastrophal an manchen Stellen. Ich weiß, du hattest, glaube ich, gar nicht so Probleme damit, Thomas, aber ich fand sie nicht gut geschrieben, muss ich sagen. Ja, also katastrophal würde ich sie jetzt nicht bezeichnen, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da kann eine gute Redaktion schon mal ein bisschen was draufsetzen. Das Spiel ist ja letztes Jahr zur Messe auf Englisch erschienen und ich hatte so den Eindruck, dass das total polarisiert war, weil es war einer dieser Hype-Titel letztes Jahr halt auf Englisch und es gab danach total viele, die gesagt haben, ja, cool, aber ich habe auch von sehr vielen gehört, die es richtig schlecht fanden. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt für Cosmos verkauft. Also ihr merkt, wir probieren ja auch immer eine Empfehlung zu geben. Bei meinem nächsten Titel fällt mir das tatsächlich ziemlich schwierig. Das ist Decorum, was jetzt im Deutschen rauskommt endlich. Es ist ein eigentlich Zwei-Personen-Spiel. Auf der Box steht auch bis 4 Personen, aber es ist eigentlich so ein Spiel, was man mit seinem signifikanten anderen, mit einem Partner oder Partnerin spielt, weil wir uns zusammen eine Wohnung einrichten.
Und zwar haben wir versteckt Ziele. Zum Beispiel möchte ich eventuell, dass das Wohnzimmer rot gestrichen wird und meine Partnerin möchte, dass das Schlafzimmer mit 3 Stehlampen bedeckt sein soll, warum auch immer. Und wir dürfen das dem an oder der anderen eben nicht mitteilen, sondern haben halt nur unsere Karten und probieren dann Zug um Zug quasi bestimmte Designelemente auszutauschen oder rauszunehmen und nur mit einem Wort zu antworten wie, naja, okay, damit kann ich leben oder boah, das finde ich total schlimm, Schatz, kannst du das Bild bitte wegnehmen oder sowas. Also und dann durch diese Reaktion herauszubekommen, was sind denn überhaupt die Ziele der oder des anderen? Und das finde ich für 1-2 Partien, die sind auch in einer kampagnenartigen Art aufgemacht, sehr spannend. Wird immer schwieriger, also wirklich merklich schwieriger, aber ich könnte es nicht mit jedem spielen und es hat sich dann auch nach so 3-4 Spielrunden für mich ein bisschen abgenutzt. Wobei ich dann nach so ein paar Wochen doch wieder nochmal Lust hatte, aber ich könnte es halt wirklich nicht mit jedem spielen. Deswegen glaube ich, ein starkes, probiert's mal aus auf der Messe, gutes Spiel dafür. Und ansonsten, wenn ihr jetzt schon merkt, ist nichts für euch, dann vielleicht lieber Finger davon lassen. Ja, eine gemeinsame Wohnung machen, das hatte bestimmt auch Scarlet Witch mit Vision, bei WandaVision. Und passend dazu kommt jetzt bei Strohmann nämlich Marvel Remix raus. Haha. Und das ist natürlich ein Retheme, wenn man so möchte, mit ein paar kleinen Regelanpassungen von Fantasy Realms. Ist jetzt schon das dritte. Es gab ja auch schon das Star Trek Missions, hieß glaube ich, was ich ehrlich gesagt ganz schlimm fand. Also es hat mir gar nicht getaugt, obwohl ich Fantasy Realms sehr mag. So, und vorweg, das Marvel Remix finde ich wirklich wieder sehr gelungen. Warum ist mein WhatsApp immer noch an? Sorry. Mach einfach mal weiter. Und das Marvel Remix fand ich ehrlich gesagt sehr gelungen, weil die Karten, die ganze Ikonografie, die ist hier wieder deutlich übersichtlicher, als das bei der Star Trek-Version war. Es hat ein paar coole neue Features drin, denn es gibt ein paar Superhelden, die wir haben, die haben halt ihre menschliche Gestalt, Peter Parker zum Beispiel, und die kann man dann halt drehen und switchen, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, und dann sind die stärker und haben natürlich dann wieder andere Möglichkeiten. Kurz nochmal, wer Fantasy Realms nicht kennt, gibt es Menschen, die Fantasy Realms nicht kennen? Das Ziel ist es letztendlich, dass ich immer eine feste Anzahl an Karten, ich glaube 7 sind es, auf der Hand habe. Das darf sich auch nie verändern und ich muss versuchen, die besten Kombos zu bilden, um am Ende des Spiels, das dann getriggert wird, wenn 10 Karten in der Auslage sind, die meisten Punkte zu haben. So, und ich kann entweder immer nachziehen und muss immer eine Karte ablegen oder aus der Mitte nehmen und dann wieder ablegen, dass ich auf jeden Fall immer dieselbe Anzahl an Karten habe. Und genauso funktioniert das auch bei Marvel Remix. Was hier auch noch neu ist, es gibt jetzt auch die Bösewichte. Das heißt, ich muss mindestens immer ein Bösewicht auf der Hand haben. Das kann sowas wie Ultron sein, also die typischen, ikonischen Marvel-Villains. Und die sind eher negativ. Und da muss ich halt gucken, dass ich das nicht befeuere, dass die Minuspunkte, die ich über die bekomme, mehr werden, weil die halt auch gewisse Sachen wollen und ich dadurch mehr Minuspunkte bekomme. Also wer Fantasy Realms mag, wer da ein bisschen mehr Abwechslung will und wer was mit Marvel anfangen kann, der sollte da definitiv mal bei Strohmann einen Blick drauf werfen. Ich mag es sehr, sehr gerne, gerade eben thematisch, wenn man von Marvel noch nicht ganz die Schnauze voll hat, weil man da so damit so zugebombt wird. Finde ich es auf jeden Fall ein cooles Retheme mit ein paar kleinen Regeländerungen, die, finde ich, gut funktionieren. Also für mich auf jeden Fall auch ein Pflichtkauf, auf jeden Fall eine Empfehlung. Aus dem einfachen Grund, es hat den ähnlichen Spielreiz wie Fantasy Realms oder Fantastische Reiche, ist aber auch ein Tick unkomplexer. Also es hat weniger doppelte Verneinung oder die Negierung und so weiter. Also es lässt sich einfach fluffiger spielen und ist trotzdem spannend. So, der Vollständigkeit halber müssen wir auf jeden Fall auch über Aeon's End kurz reden. Aeon's End, ja, ein großartiger Deckbilder, kooperativ, wo wir so Bosse bekämpfen. Und die Legacy-Variante macht jetzt einen richtig coolen Einstieg. Also wer diese Welt noch gar nicht kennt, aber mal Bock drauf hat, das ist die perfekte Box, um damit loszulegen. Weil man nämlich sehr leicht startet und dann, wenn man das so ein bisschen ausgebaut hat und eine coole Geschichte erlebt hat, so eine richtige Aeon's End-Box hat, die man auf jeden Fall auch weiterspielen kann. Wer jetzt schon alles von Aeon's End hat, ja, der hat wahrscheinlich auch schon Legacy gespielt. Es geht definitiv ein bisschen leichter los, als man das von so einer Aeon's End-Box kennt. Das ist da auf jeden Fall dann vielleicht nicht so spannend, aber es ist trotzdem ein cooles Legacy-Erlebnis. Also der Vollständigkeit halber, das solltet ihr auch auf dem Zettel haben, wenn euch dieses Spielprinzip grundsätzlich interessiert. Mir persönlich ist gerade aufgefallen, wie viele Spiele bei Strohmann Games dieses Jahr rauskommen. Ich bin sehr gespannt, was an dem Stand abgeht, denn auch Sabika kommt jetzt bei Strohmann raus. Über das Spiel hat man gar nicht so viel gehört, vielleicht, weil es einfach auch ein sehr komplexes Eurogame ist. Thema könnt ihr eigentlich knicken, wir bauen die Alhambra auf. Ja, hat man schon 1000 Mal in anderen Spielen gesehen, aber was da sehr interessant ist, ist so der zentrale Auswahlmechanismus. Da gibt es drei Rundellen,
Bordells in der Mitte, wo unterschiedliche Arbeitertypen laufen und du musst halt sehr gut koordinieren, wo du mit wem, wann, wie hingehst, um welche Aktion, welche Reihenfolge zu machen und wie du dann dein Tableau aufbaust, um eine gute Engine draus zu machen. Ich fand das sehr gut, aber es ist tatsächlich gar nicht mal so unkomplex. Ich glaube, das ist wirklich was für die Strategen unter euch, die sagen, sie brauchen irgendwie Hirnnahrung und sie wollen irgendwie da irgendwie versuchen, mit dem krassen Strategiespiel so rumzutüfteln. Thema ist, wie gesagt, ist nicht so spannend. Aber viele von euch werden wahrscheinlich sowieso am Strohmann-Games-Stand sein und dann guckt euch das Spiel auch gerne mal an. Also klingt auf jeden Fall spannend, finde ich. Und du hast recht, Strohmann, ich glaube, es wird auch nicht das letzte Spiel bleiben, über das wir heute reden. Sehr interessant. Mein neuer Titel, also neu auf Deutsch Titel, ist Come Together, ein Hippie-Festival-Spiel. Und das hat mich auch enttäuscht, muss ich direkt mal vorweg schicken. Es ist ein Worker-Placement-Spiel, wo wir die Belohnung erst verspätet bekommen. Das heißt, wir schicken unsere Meeple oder unsere Arbeiter an verschiedene Orte und erst wenn sich da eine gesammelte Spieleranzahl auffällt, erst dann werden die Sachen ausgeschüttet. Vielleicht aber erst zu spät, dann ist die Runde schon vorbei. Das ist schon spannend. Normalerweise finde ich aber gerade so typische Euro-Spiele, über die wir heute häufig auch reden, die spielen sich auch häufig sehr gut mit zwei oder drei Spielern. Und das ist hier, finde ich, leider nicht der Fall. Ich glaube, das hat viel mehr Potenzial, wenn mehr Spieler teilnehmen durch diese Interaktion auf diesen Spielbrettern. Ich finde das Thema super knuffig. Ich finde die bedruckten Meeple, die dann so verschiedene Genres an Musik darstellen. Ich finde, das ist alles super rund und ich mag auch sogar die Optik echt gerne, obwohl die, glaube ich, umstritten ist. Aber ich hatte mir einfach vielleicht mehr davon versprochen, auch weil einer der Designer ja bei Aporta und jetzt bei Chili Fox, Revive, Santa Maria und sowas, also wirklich immer für Hits sorgt. Das war das Erste, wo ich mir dachte, oh, das finde ich okay, aber nicht mehr. Jeder muss wahrscheinlich seine eigene Schlüsse ziehen, aber für Leute, die ein Spiel suchen mit mehr Leuten, die da teilnehmen können, bestimmt mal einen Blick wert. Ich fand's okay. Ja, wir haben es zusammengespielt, Thomas. Also ich fand's gut, aber jetzt auch nicht überragend. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo ich auch den Eindruck hätte, nach 4, 5 Partien habe ich alles gesehen. Ja, ich stimme euch zu. Es ist vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber was halt hier zieht, ist das Thema. Und ich glaube, wenn man davon angezogen wird, kann man sich das auf alle Fälle mal anschauen. Aber ich würde auch sagen, lieber erstmal Probe spielen. Ja, ich mache mal weiter ein paar Jahrzehnte früher als in den wilden 60s, wo ja auch gefühlt das Come Together angesiedelt ist. Und das ist With a Smile and a Gun bei Spiel, das erscheint es. Und da bin ich tatsächlich gar nicht so ganz unschuldig, denn der Robert von Spiel, das hat mich mal vor ein paar Monaten gefragt, sag mal, hast du mal irgendwie so eine Hidden Gem, die du empfehlen kannst? Und das With a Smile and a Gun, das war ein Kickstarter, aber ein ganz, ganz, ganz kleiner. Und das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Es hatte das Mafia-Thema und es ist ein Mix aus Rondell, Dice Placement und Area Control. Und das ist ganz spannend, weil ich finde Area Control, gute Area Control Spiele für zwei Spieler gibt es gar nicht. Und wir müssen halt versuchen, über die Stadt Kontrolle zu bekommen, müssen über Würfel, die wir wählen, uns auf dem Rondell bewegen, müssen halt auf der Stadt unseren Einfluss durch unsere Cubes erhöhen. Thomas, wir haben das sogar auch mal zu zweit gespielt und ich mache das total gerne. Das ist für mich wirklich, wirklich so eine kleine Hidden Gem, weil wer wirklich ein super interaktives Spiel für zwei mit Area-Control-Mechanismus, aber auch mit Rondell sucht, das ist was ganz, ja, ein Spiel, was absolut sowas nicht abgenutzt ist, wenn man so möchte. Total gut, absolute Empfehlung für zwei. Ja, also ich stimme dir vor allem dahingehend zu, dass es sich für ein Zwei-Personen-Spiel ganz anders anfühlt als viele, die man halt so kennt, weil es andere Mechanismen benutzt. Also ja, und auch die Optik fand ich sehr, sehr ansprechend. Bin sehr gespannt, wie das ankommen wird, wenn es das jetzt auch auf Deutsch gibt. Beim nächsten Spiel, das muss ich natürlich auch erwähnen, da haben wir letztes Jahr dafür gesorgt, dass es ratzfatz ausverkauft war und der Stand überrannt wurde. Ein großes Spiel in einer kleinen Box, Age of Galaxy, ein 4X-Spiel in wirklich einer super kleinen Box. Worker-Placement-Charakter. Und was ich hier so spannend finde, ist, wir spielen kein Volk, sondern wir bilden uns eine Allianz. Wir kriegen einen Haufen Karten auf die Hand und müssen jetzt bei jeder Karte entscheiden, okay, welche von den dreien nutzen wir, um eine Allianz aufs Brett zu bringen und daraus eine kleine Engine für uns zu bauen, die immer total anders aussehen kann. Und wofür nutzen wir die anderen Karten, um dann halt noch irgendwie so multipurpose-mäßig andere Effekte damit auszulösen. Und dieses Puzzle, immer aus einem riesen Stapel 7 zufällige zu bekommen und daraus dann zu überlegen, okay, welche nutze ich jetzt für welchen Zweck und welche werden jetzt für meine Allianz da sein, für diese Basis-Engine, das, finde ich, hat einen ganz besonderen Spielreiz. Ja, kostet nicht viel, auf jeden Fall gut angelegtes Geld. Immer noch eine Empfehlung von mir. Weißt du, ob Esmodi auch die Deluxe-Komponente hat? Ich meine, das sind halt nur andere Schiffe, aber sie kannst du knicken. Die sind ja absolut überflüssig. Ja.
So, wir schließen den Reigen der Spiele, die jetzt endlich auf Deutsch erscheinen, mit einem, finde ich, hervorragenden Familienspiel, nämlich Tracking Reise durch die Zeit, wird es auf Deutsch heißen. Das wird bei Game Factory jetzt rauskommen. Habe ich auch durch Sven kennengelernt. Ein wirklich sehr, sehr einfaches Familienspiel mit einer wunderschönen Optik. Letztendlich draften wir Karten aus der Auslage und versuchen irgendwie, die chronologisch bei uns zu sortieren und gleichzeitig so eine vorgegebene Matrix an farbigen Punkten, die damit assoziiert sind, möglichst gut zu erfüllen. Und das war es eigentlich auch schon. Trotzdem, obwohl es sehr, sehr einfach ist zum Reinkommen, steckt ein bisschen was an Strategie drin. Und was halt da wirklich toll ist, ist nicht nur das Artwork, sondern dass diese ganzen historischen Ereignisse auch alle nicht nur schön bebildert sind, sondern hinten steht auch noch ein bisschen was dazu drauf. Also man kann auch noch was lernen dabei, wenn man da Bock drauf hat, was aber nicht sein muss. Und ich glaube, das könnte gerade für Familienspieler richtig gut ziehen. Ich werde mir das auf alle Fälle auf Deutsch auch holen. Was ich großartig finde, die Materialien. Es ist ja von Haus aus schon diese Stoffmatte drin und alles. Und das ist echt top. Finde ich eines der thematisch schönsten Spiele, die wir heute besprechen, ja. Das war schon mal sehr bunt, das freut mich. Also viele Empfehlungen und auch Warnungen. Und genauso geht es jetzt weiter. Also jetzt kommt ein Riesenschwung an Spielen. Die kommen jetzt ganz neu raus oder kamen vor kurzem raus. Aber größtenteils alles jetzt zu essen oder kurz danach. Und da hüpfen wir jetzt genauso durch. Und der Flo fängt an, aber der buddelt gerade irgendwo im Keller rum. Picky, picky, wah. Picky, picky, wah. Wild Tide West, Desperado, Rough Rider, no you know one nada. Entschuldigung. Es hat sich jemand an diesem Video gewünscht, dass ich das mache. Deswegen einmal die Wild Tide West Einleitung. Ein Plättchenlegespiel für Kenner bis Experten. Es ist sehr wandelhaft, denn es gibt doppelseitige Spielpläne, wo noch Expertenregeln dabei sind. Hat mir extrem gut gefallen und ich glaube, es könnte sehr was für Chris sein, weil es ist von Designer Paul Dennen, unter anderem wie heißt es, dein Lieblingsspiel? Dune Imperium oder Klong hat er gemacht. Dankeschön. Genau, Klong. Und ich finde, dieser Designer schafft es, Spiele mit einer leichten Einstiegshürde, also kaum eine Einstiegshürde, ein sehr eingängiges Prinzip mit einer krassen Spieltiefe zu entwickeln. Das ist hier genauso, finde ich. Denn das Puzzeln ist sehr einfach, auch durch den klasse Einsatz. Der Einsatz ist quasi schon aufgebaut, also man kann nahezu direkt loslegen. Dafür dauert das Einräumen ein bisschen länger, aber egal. Und es ist ein Wilder Westen Plättchenlegespiel, wo wir teilweise Miepel draufsetzen, die bestimmte gute Leute in unserer Stadt, also die Sheriffs verdeutlichen, die dann über eine gerade Linie schießen können und die bösen einfallenden Horden dann eben ausschalten können. Viele verschiedene Plättchenarten, die wir da verpuzzeln müssen. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich weiß jetzt schon, dass ich nach, ich glaube, 3 Runden, die ich gespielt habe, noch lange nichts alles von dem Spiel gesehen habe. Nicht nur Geheimtipp, sondern wirklich Empfehlung, angucken, wer auf sowas steht. Kommt leider nur auf Englisch raus. Also bisher ist keine deutsche Variante in Planung, soweit ich das sehe. Mega, voll Bock drauf. Ja, total. Sieht echt cool aus. So, was ich gespielt habe, das ist Archaeos Society. Und auch das ist eigentlich ein Retheme, denn das ist, wenn man so möchte, eine Neufassung von Ethnos. Ein Spiel, was ich sehr mag. Und ich habe mich, als es angekündigt wurde, total drüber gefreut. Ist bei Asmodee jetzt erschienen, weil ich mir gedacht habe, cool, endlich ein Ethnos in cooler Grafik. Und dann das Thema, so ein bisschen mit Archäologen. Arnak lässt grüßen. Und ich habe da total Bock drauf gehabt. Dann habe ich es ausgepackt und habe festgestellt, ah, Mensch, mit Set Collection und warte mal, wo ist mein Area Control hin? Hallo, Area Control. Weil es gibt jetzt keine Karte mehr, sondern es gibt jetzt nur noch Leisten, die wir hochgehen. Und da kann man sich auch nicht irgendwie gegenseitig behaken, sondern ja, jeder kann eigentlich alles machen. Und ja, dann kann ich entweder muss ich eine Farbe spielen oder ich kann halt die entsprechenden Charaktere spielen. Das ist bei mir jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass ich es gespielt habe. Thomas, du hast es, glaube ich, kürzlich gespielt. Kurz gesagt, aber bei mir, ich fand es total miserabel. Das fühlt sich für mich an, als hätte man Ethnos um die spannende Komponente beraubt und hätte dann ja ein Thema gemacht, was gerade halt mit den Archäologen gerade ja sehr in ist in unserer Brettspielwelt. Ganz, ganz schlimm. Ich fand das Spiel langweilig. Es hat sich brutalst lang gezogen. Never ever. Also ich möchte es auch nicht mehr mitspielen. Also da bleibt lieber mein hässliches Ethnos bei mir im Schrank. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist nicht ganz so schlimm wie du, aber es ist halt recht belanglos. Also es nutzt halt den gleichen Kartenmechanismus von Ethnos, der eigentlich ganz spannend ist, dass du entweder immer sammelst und sobald du ein Set ausspielst, musst du alle anderen Karten in die Auslage für die anderen zur Verfügung geben. Aber der Rest ist halt, wie gesagt, einfach nur halt irgendwelche Leisten hochgehen. Und also ich hatte da nach 2 Partien, ehrlich gesagt, auch erstmal genug. Ich würde es nicht sagen, es ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, aber ja, richtig empfehlen kann ich das auch nicht.
Die fehlt halt einfach dadurch, dass dieser Area-Control-Part weg ist. Es fehlt komplett die Interaktion. Es ist eigentlich komplett egal, wer was macht. Und das ist halt einfach so schade. Spannend. Ich habe auch schon von Leuten gehört, dass es ihnen gefallen hat. Also lieber erst ausprobieren auf jeden Fall. Ein Retheme habe ich auch dabei. Future Energy. Das ist eine Neuimplementierung von Pioneers. Und ich weiß noch, das habe ich vor Ewigkeit mal gespielt und fand es eigentlich ganz gut. Und bei diesem Spiel muss ich leider sagen, ab der Hälfte hatte ich keine Lust mehr und hat für mich kaum Spielreiz gehabt. Es ist irgendwie zu einschränkend, hat keinen Spaß gemacht. Also es waren auch nicht so viele begeistert an diesem Pressetag von diesem Spiel. Deswegen, wer Pioneers mag, der kann auch einfach das weiterspielen. Und wer noch nichts davon hat, na gut, dann guckt euch andere Familien- oder leichte Kennerspiele an. Da gibt es bessere Alternativen, die ihr spielen könnt. War nicht so cool. Dann werde ich jetzt mal wieder etwas uplifting sein und werde mal wieder ein Spiel bringen, was man guten Gewissens empfehlen kann, nämlich die dritte Version von Great Western Trail, diesmal jetzt nach Neuseeland. Und ich glaube, jeder, der Great Western Trail schon kennt und mag und das noch nicht hat, der freut sich eh schon drauf. Ich persönlich finde, es ist das kompletteste von allen dreien. Es ist auch das komplexeste und man merkt irgendwie, dass da nochmal sehr viel Liebe reingegangen ist. Also ja, ich glaube, die allermeisten Leute haben schon ein Gefühl dafür, ob sie das brauchen oder nicht. Ich glaube, man braucht nicht alle drei im Schrank. Wer noch keins hat, dem würde ich sagen, holt euch das erste oder jetzt das Neuseeland. Und die allermeisten werden, glaube ich, schon das auf dem Zettel haben, wenn es euch interessiert. Ich persönlich finde es richtig gut. Also wenn ihr wirklich tatsächlich jetzt hier vorm Fernseher sitzt und noch nie was von Great Western Trail gehört habt, das ist ein hervorragendes Spiel von Alexander Pfister in allen drei Versionen. Und das ist die neueste. Guckt euch das an, wenn ihr auf komplexe Eurogames steht. Ich hatte eben ein komplexeres Plättchenlegespiel, jetzt eher ein Familienplättchenlegespiel, und zwar Kufstein. Ein sehr niedliches, vom Thema sogar witzigerweise ja nah an Great Western Trail. Und zwar puzzeln wir uns unter anderem auch Kuhweiden auf den Tisch. In einer Auslage liegen teilweise Plättchen, teilweise Zielkarten, die wir uns draften, die bestimmte Ausrichtungen von Geländeformen vor uns benötigen. Aber sehr einfach. Es gibt, glaube ich, nur vier verschiedene Arten, die wir aneinander puzzeln. Und dann müssen wir halt eine bestimmte Ausrichtung, irgendwie ein L von drei Weiden oder sowas, oder Stadt, Weide, Stadt oder sowas vor uns haben. Und können das, wenn wir es erpuzzelt haben, ausspielen, kriegen dann eine bestimmte Punktanzahl dafür, werten das mit Kühen. Und es ist ein schöner Timing-Mechanismus dabei. Die Kühe muss ich immer wieder zurücknehmen. Mit meiner nächsten Karte kann ich schon eventuell zwei Sachen sogar planen. Ein Spiel, was mir gut gefallen hat. Leichter Einstieg. Wie gesagt, Familienspielniveau, finde ich. Und eins, was ich gerne mit meiner Familie zum Beispiel, die jetzt eher so ja, Familienlevel eben spielt, an den Tisch bringen würde wieder. Fun Fact, der Illustrator, das ist ein neuer Illustrator, das ist sein erstes Spiel und das ist mein Tätowierer. Nein, lustig. Der macht jetzt auch das neue, wie heißt es noch, Thomas? El Grande. Ja, genau. Richtig. 10 Euro, wenn du dir so eine Kuh auf den Arsch tätowieren lässt. Vielleicht ist die da schon. Ja, von der Kuh geht's zu einer Innovation, und zwar zu Age of Innovation, der, wenn man so möchte, Nachfolger von Terra Mystica, Nachfolger von Gaia Project, bei Feuerlandspiele jetzt erschien. Ich bin großer Fan von beiden Spielen und Age of Innovation geht jetzt genau in die Richtung, dass es das Ganze noch einen kleinen Tacken komplexer macht. Es gibt nochmal eine neue Leiste, es gibt mit den Büchern neue Ressourcen. Wer Terra Mystica oder Gaia Project kennt, wird sich da aber sehr schnell reinfinden. Und was es für mich absolut empfehlenswert macht und weshalb ich tatsächlich sage, ich finde es aktuell, natürlich auch, weil es neu ist, man ist davon gerade ein bisschen gehuckt, aber als eins oder als das Beste der drei, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir unsere Völker zusammendraften mit den Fähigkeiten. Und das bringt einfach so viel Möglichkeiten da rein, dass ich jetzt verschiedene Völker habe, die immer andere ja, Geländefelder haben, die sie dann terraformen können. Ich finde es fantastisch, großartiges Spiel. Also wer wirklich Terra Mystica und Gaia Project mag, sind ja beide sehr beliebte Titel, unbedingt angucken. Also ich feiere das total ab. Das ist ja das Krönchen für die Terra Mystica-Fans, ne? Vor allem, weil ja halt auch das Balancing immer so ein Thema war mit den Völkern, weil ja null Glück in diesem Spiel ist. Es ist, glaube ich, das Spiel, wer Terra Mystica mag, der muss das auf jeden Fall mal spielen. So, Punktestart, habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich ein großer Punktesalat-Fan bin. Und also Punktesalat, das Spiel, nicht der Mechanismus. Und ich muss sagen, ich bin einen Tick enttäuscht. Es ist ein gutes Spiel. Es greift viele Aspekte von Punktesalat auf. Im Endeffekt würde ich aber dann immer Punktesalat vorziehen, einfach weil es für mich noch mehr auf den Punkt einen spannenderen Spielreiz bringt. Immer diese Entscheidung zu haben, wie man da halt seine Siegpunktkarten hinlegt oder eher Sachen sammelt.
Punktesalat bringt da noch irgendwie so eine Punktestadt bringt da noch eine Ebene mit rein, dass man halt viel am Sammeln ist, um dann schlussendlich irgendwann Plättchen zu bekommen, um daraus dann halt Punkte zu machen. Ich habe dieses Engine-Building, was es tun soll, nicht so gespürt, weil es geht nur darum, Gebäude zu bauen, die auch wieder nur Ressourcen geben. Und ja, das hat so ein bisschen Tempo rausgenommen und der Entscheidungsreiz war ein Tick weniger, fand ich. Deswegen ist ein ganz gutes Spiel, aber schlägt für mich nicht Punktesalat. Deswegen probiert es gerne aus, wenn ihr auf diese leichten Karten, Sammel, Familienspiele steht. Ist jetzt aber kein Pflichtkauf für mich unbedingt. Ich weiß, Sven, dir hat es deutlich besser gefallen. Ja, also ich mag Punktesalat auch total gerne. Ich finde, es hat noch eben durch diesen leichten Engine-Building, ich weiß, was du meinst, dass man das nicht so fühlt. Trotzdem finde ich aber, es ist noch so ein ganz kleiner leichter Tag, in der das Spiel für mich noch ein bisschen besser und ein Stück weit komplexer macht, ohne komplex zu sein dabei. Also ich finde es super und vielleicht sogar nächstes Jahr auch, es könnte auch so ein Spiel des Jahres-Kandidat sein. Mal gucken. Ich halte dagegen. Ja, Empfehlungsliste. Mein nächstes Spiel klingt so ähnlich wie der Heimatplanet von Prinzessin Leia, aber nicht ganz. Es ist Aldebaran Duell und es ist ein Spiel von Wladimir Suchy, das aber nicht bei Delicious Games rauskommt, sondern bei Dino Toys. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die einen eigenen Stand in Essen haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sonst halt bei verschiedenen Händlern verkauft wird. Und das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel im Science-Fiction-Setting, bei dem wir quasi jeder so eine Art Galaxie aufbauen, bevölkern wollen. Das heißt, wir spielen unsere Handkarten aus, die wir aus der gemeinsamen Auslage vorher draften und bauen an Planeten rum und bauen Schiffe dazu, versuchen über verschiedene Arten und Weisen, unter anderem auch ein bisschen Leistengeschubse, Punkte zu sammeln und hat halt vor allem diesen Multi-Use-Card-Effekt, also dass wir Karten immer entweder ausspielen können oder wir nutzen sie als Bezahlungsmittel und da muss man immer überlegen, was man mit den Karten, die man auf die Hand bekommt, macht. Ich fand das nicht schlecht, ich fand es von der Ikonografie ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt, und ich glaube, es ist schon ein sehr, sehr spezielles Zwei-Personen-Spiel. Es ist auch nicht ganz simpel, also um da gut zu spielen, braucht man schon ein paar Partien und ich glaube, es wird jetzt nicht so die ganz große Masse anziehen, ehrlich gesagt, weil es irgendwie sowohl von den Mechanismen, also von der Komplexität und vom Thema jetzt schon eher so eine kleinere Zielgruppe anspricht. Ich glaube aber, Wladimir Suchy-Fans sollten sich es zumindest mal angucken. Ich fand es jetzt nicht verkehrt. Ist in Essen da. Ich habe gerade nachgeguckt. Sehr gut. Ich bin als nächstes und zwar mit Imperial Miners. Ich finde fast schon, wenn man die anderen Titel der Serie kennt, Imperial Settlers, fast fehlleitender Titel. Denn es ist nur vom Thema so ein bisschen so, aber es ist ein ganz anderes Spiel. Es ist auch ein Engine-Building-Spiel, wo wir uns eine Mine nach unten bauen, was aber in 30 bis 45 Minuten abgeschlossen ist. Imperial Settlers mit der gleichen Optik, dem gleichen Thema, hat definitiv fast doppelt so lange bis dreifach so lange gedauert. Und dieses Spiel ist ein kurzes, schnelles, anfängliches Kennerspiel mit dauernden, wiederholten Karten. Also wir bauen uns eben diese Mine immer weiter nach unten und je weiter wir nach unten bauen, am Ende jeder Runde dürfen wir quasi die Karten darüber nochmal aktivieren, dürfen uns quasi einen Weg an die Oberfläche graben und diese Karten eben immer und immer wieder aktivieren. Ich finde, es macht total wenig falsch, aber es gibt ja manchmal so Spiele, wo man sagt, das war super, aber ist jetzt auch nicht, dass es das Rad neu erfindet und ist gut, mehr aber auch nicht. Hab's jetzt auch noch nicht so oft gespielt, dass ich dachte, boah, ich habe schon alle Facetten kennengelernt, macht viel richtig, aber ja, ist gut. Guckt euch mal an, aber jetzt kein Pflichtkauf, finde ich. Ja, von der Mine in den Zirkus. Und scheinbar hat der Zirkus eine Menge gemein mit der Mine. Denn also dein Fazit klingt so ähnlich wie mein Fazit zu Three Ring Circus. Das kommt ja jetzt bei Devir raus. Sind auch viele Leute gespannt drauf. Worum geht's? Devir sind in der Zeit von P.T. Barnum. Den kennt man so aus The Greatest Showman, 19. Jahrhundert. Und der zieht durch die amerikanischen Lande. Und wir sind auch Schausteller. Und wir wollen ihn beeindrucken und wollen quer durch Amerika auch auf die Tour gehen. Wollen halt auch unsere Zelte überall platzieren, indem wir Shows abhalten, indem wir uns halt neue Attraktionen holen. Und was ganz interessant ist, die Attraktionen, die wir uns holen, die können sowohl Währung sein, als aber auch, dass wir sie auf unser Tableau bauen, damit sie halt gewisse Engine-Building-Effekte auslösen, die wir immer wieder brauchen können. Und das Ganze dadurch zieht P.T. Barnum, zieht in einer festen Route quer durch die Lande. Ich finde, das ist auch ein bisschen das Problem bei dem Spiel, weil ich das Gefühl habe, dadurch wird man auch indirekt so ein bisschen gerailroadet, weil man immer nur von Gebiet zu Gebiet denkt. Man kann vielleicht schon mal sagen, ja, ich bereite schon mal das nächste Gebiet vor. Das ist schon eigentlich alles ganz nett gewesen, aber das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, ja, das hat schon Spaß gemacht, aber ich glaube, nach 3-4 Partien, ich wüsste jetzt nicht, ob ich es
anders spielen würde. Ich habe schon immer das Gefühl, ich muss mich darauf vorbereiten, wo P.T. Barnum hingeht. Okay, dann vielleicht das Nächste, das Nächste, das Nächste. Dann gucke ich ein bisschen, was ich bekomme, aber das war's. Und das macht man halt immer und da hat man nicht das Gefühl, oh, da kann ich aber etliche Strategien mehr jetzt ausdenken. Thomas, wir haben es zusammengespielt. Wie war dein Eindruck? Ja, ich hatte ja das Vergnügen, es euch erklären zu dürfen und ich muss auch sagen, es hat halt irgendwie einen Aspekt, den viele Devir-Games haben. Es ist relativ kleinteilig so von den Regeln. Ja? Also man muss ganz schön viel erzählen und erklären und viele kleine Mini-Mechanismen noch drumherum für einen eigentlich relativ einfachen Spielablauf. Und ich fand das auch originell, so wie das alles funktioniert. Aber so hundertprozentig geflasht hat es mich auch nicht. Also ich würde dir da übereinstimmen. Ich glaube, das mal mitzuspielen ist total cool. Aber da könnte nach 3-4 Partien dann auch ein bisschen der Reiz raus sein. Also da glaube ich eher erstmal angucken. Und vielen Dank, dass ich jetzt irgendwie hier Greatest Showman im Kopf habe als Ohrwurm. Ich hoffe, ich werde den im Laufe des Abends wieder los. Okay, Challengers, das Kennerspiel des Jahres, bekommt eine Fortsetzung mit Beach Cup. So, das ist ja dieses große Gruppenspiel, Party-ähnlichen Charakter. Wir haben so Arena-like-Kämpfe, 1-gegen-1, einen kleinen Turniermodus, bauen uns Decks, die wir durchs ganze Match hinweg verbessern. Und was macht die Erweiterung? Das ist keine Erweiterung, das ist ein einständiges Spiel. Jetzt anders. Erstmal, es ist voll kompatibel mit der Originalversion. Das heißt, man kann auch beliebige Sets mischen. Es gibt komplett neue Sets. Und es gibt Trainer, die ändern alles. Nein, also die sind halt sehr asymmetrische Fähigkeiten, so Variable Player Powers, wo man gezwungen wird, als Spieler mal komplett anders Karten zusammenzusuchen, als man das vielleicht so gewohnt war. Man wusste ja vorher immer so, ja, die Karten sind gut, die will ich auf jeden Fall bekommen und immer viel gleiche. Und jetzt wird man mal gezwungen, komplett anders zu denken. Das macht auf jeden Fall ein bisschen Würze rein. Also wer Fan von Challengers ist und spielt da gerne viele Partien, der braucht auf jeden Fall die neue Box, weil das macht es einfach ein bisschen spannender, ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen mehr rein. Wer jetzt von Challengers schon kein Fan war, da wird die Box das auch nicht retten. Also der Glücksfaktor ist ein ähnlicher, der Party-High-Five-Moment am Tisch, das ist so das Spannende, was noch da drin ist vom Spielgefühl und das bleibt halt auch erhalten. Also da wird sich nicht so viel ändern. Deswegen, wer Fan war, wird auch mit der Box glücklich. Wer kein Fan war, wird die Box das jetzt nicht retten. Ja, da werde ich da wahrscheinlich nicht zuschlagen. Ich bleibe jetzt mal bei Devir Games und bringe mal noch Jerusalem Anno Domini mit rein. Das wird ebenfalls wie Three Ring Circus dann auch nur auf Englisch da sein, weil die haben, glaube ich, auch noch dafür keinen deutschen Vertrieb, zumindest nicht jetzt in diesem Jahr in Essen. Auch wieder ein, sage ich mal, zwischen Kennerspiel und Expertenspiel angesiedeltes Strategiespiel mit einem sehr interessanten Thema, nämlich spielt es quasi um das Jahre Null. Und wir versuchen beim letzten Abendmahl, wo Jesus mit seinen Aposteln sozusagen das letzte Mal gegessen hat und der große Verrat stattgefunden hat, da versuchen wir, möglichst gute Plätze zu bekommen. Offensichtlich waren da mehr Leute irgendwie als die 13 vor Ort, das war mir auch nicht klar. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter und ungewöhnlicher Mechanismus, dass es vor allem darum geht, dass wir die Leute da irgendwie drumherum positionieren und dafür dann Punkte bekommen. Steckt noch viel anderes auch drin, wie man seine Karten irgendwie ausspielt und sehr viele Komplexsachen. Krankt an der gleichen Sache wie, finde ich, Three Ring Circus, dass eben sehr, sehr viele Regeln und sehr, sehr viele Details so drumherum noch gestrickt sind, um einen eigentlich ansonsten sehr interessanten und coolen Mechanismus. Und ich finde das Thema auch sehr originell. Also ich persönlich bin es nicht so groß religiös, aber man hat so das Gefühl, wenn man auch so die Anleitung liest, dass sie sich da mit dem Thema schon sehr auch mit beschäftigt haben. Und bin mal gespannt, wie das ankommt, wenn das irgendwie noch mehr Leute spielen. Ob das irgendwie, ob es da Unterschiede gibt, je nachdem, ob man gläubig ist oder nicht, ob man das Spiel gut oder schlecht findet. Ich würde da auch sagen, erstmal lieber angucken. Also ich persönlich finde es besser als Three Ring Circus. Ich finde, das Thema kommt mehr durch. Und der Mechanismus, wie du schon gesagt hast, den finde ich unheimlich interessant, weil du halt da, finde ich, mehr Möglichkeiten hast. Also es hat mir gut gefallen. Was mir gut gefallen hat, ist Mischwald. Ein, man sagt ja immer so schön, Tableau-Bilder. Ich finde das ein komisches Wort, weil man kann sich alles unter nichts drunter vorstellen. Ein Spiel, wo wir eine Auslage aus Bäumen im Laufe des Spiels vor uns bauen, wo wir unter alle Kartenseiten noch Sachen, die den Baum besiedeln, bauen können. Ein Specht von oben oder ein Pilzbefall von unten, der uns eventuell sogar Punkte bringt oder noch ein Vogel von oben und so diese Auslage immer wieder vergrößert und auch schöner werden lässt. Ein Spiel für Leute, die so ein bisschen Combo bauen oder auch für Leute eventuell, die sowas wie Fantastische Reiche mögen, wo viele Karteneffekte diesmal dann nicht auf der Hand, sondern eben in der Auslage stattfinden. Ein sehr, sehr leichter Auswahlmechanismus, der das Reinkommen ins Spiel durchaus erleichtert. Und dann auch aus dieser Auslage, die dann immer wieder da aussieht, diese Lichtung, die ausliegt, gucken, okay, dieser Karteneffekt kann sehr gut zu mir passen. In einem sehr schönen, natürlich, was soll das momentan anders sein, Naturthema. Hat mir super gut gefallen. Für Leute, die es testen wollen, kleiner Tipp,
Board Game Arena hat es schon. Ich weiß gar nicht, ob es eine Beta-Variante ist, aber könnt ihr gerne Probe testen. Für Leute, die keinen Board Game Arena haben, kein Interesse daran haben, ich finde, für Leute, die sowas eben Tableau-Bilder mögen und ihr wisst, was das ist, dann finde ich, ist das könnte sogar ein bedenkenloser Kauf sein. Wenn euch sowas zusagt, beide Daumen nach oben von mir. Viele Leute, die es gespielt haben, sagen ja, also ich habe es ja auch gespielt, das bessere Erde. Also ich nehme auch nur wahr, dass überall Daumen hoch geht. Das ist, glaube ich, so, der packt jeder einen Titel für dieses Spiel. Ich muss ganz kurz noch sagen, ich finde, das wird dem Spiel nicht ganz gerecht mit dem Erde-Vergleich. Also ich kann schon die Gemeinheiten sehen, vor allem auch das Thema, klar. Aber schon sehr unterschiedliche Spiele. Ich glaube, Leute, die Erde mögen und Mischwald nicht, eventuell könnte es geben. Aber ist jetzt nicht irgendwie deckungsgleich, dieses Venn-Diagramm. Aber was machen im Mischwald denn 6 Rehe? Eine Pyramido. Ha, ha, ha. Okay, gut. Pyramido ist das nächste Spiel, was ich auf meiner Liste habe und schon gespielt habe. Das erscheint auf Deutsch jetzt beim Heidelberg und ist ja für Leute, die sowas wie King Domino mögen, vielleicht mal einen näheren Blick wert. Denn wir haben im Endeffekt verschiedene Stapel. Spiel ist jetzt nicht unbedingt das Hübscheste, muss man dazu sagen. Diese Stapel, wir bauen unsere Pyramide und es gibt verschiedene Farben. Diese haben dann verschiedene Muster oder Symbole, die dem zugeordnet sind, wie so ein Skarabäus oder so eine typische Totenmaske. Und davon liegen dann immer Plättchen aus. Wir haben dann drei große Stapel, von denen das kommt, sodass da immer dann auch Plättchen ausliegen. Und da nimmt man sich dann eins, baut das in seiner Pyramide. Und das Interessante dabei ist, das wird das Spiel halt eben über, ich glaube, 5 Runden spielen und die Pyramide immer hochgebaut wird. Das heißt, wir bauen am Anfang, ist das ein 5x4-Raster oder 4x5, können wir uns aussuchen. Danach wird es aber schon kleiner und wir bauen dann immer hoch, bis dann in der letzten Runde wir nur noch ein Teil legen. Und der Clou ist dabei, dass wir von diesen Farben, wenn wir die Symbole drauflegen, wir die pro Runde nur ein einziges Mal dieses Symbol drauflegen dürfen und dann versuchen müssen, für die Runde alle anderen Plättchen fürs Punkten da auch dran zu bauen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf Blau die Totenmaske zugeordnet habe und ich baue die aber nicht, dass die aneinander hängen und ich baue die ganz woanders hin, dann punkten nur die Plättchen, wo ich halt das Symbol, die Maske hingelegt habe. Das wird dann auch mit so einem Token dargestellt. Das heißt, ich muss genau überlegen, wie baue ich mir das hoch? Der Clou dabei ist, dass wir, wenn wir hochbauen, wird ja der mittlere Teil der Pyramide, weil es natürlich nach oben immer spitzer wird, wird halt überbaut. Aber alles, was außen ist, auch von den vorherigen Runden, scored mit, wenn die Farben aneinander hängen. Also schaffe ich es quasi, die Ränder immer so zu bauen, dass da die Totenmaske blau oder der Skarabäus rot ist, dann scoren die. Und da muss ich mir schon ganz genau Gedanken machen. Also wer sowas, wie gesagt, wie King Domino mag, der sollte hier mal einen Blick drauf werfen. Wir haben es mit der Schwiegermutter gespielt, die sonst eigentlich gar nicht so die Spielerin ist. Und die war auch total begeistert und war dann auch total angefixt, wie sie was am besten baut. Und man ärgert sich dann, weil man sieht, okay, ich kann jetzt von den drei Stapeln nachziehen, aber von welchem ziehe ich nach? Oh, damit würde ich meinem anderen Spieler ja einen Gefallen tun, weil der dadurch halt gut Farben kombinieren kann. Das lasse ich mal besser. Hat mir richtig gut gefallen, war für mich so eine richtig kleine Überraschung. Ich bin nicht der riesigste King Domino-Fan, aber das war echt gut. Nicht schlecht. Nächstes Spiel fand ich auch ganz gut, Kingscraft. Da steckt eigentlich das ganze Spiel schon im Namen. Das eine ist, jeder von uns will der neue König werden. Und das andere ist, es geht darum, Gegenstände herzustellen durch Schmieden. Es ist auch eher so dieses Item-Crafting, das Game. Ja, wir versuchen uns alle geschickt auszurüsten. Das ist ein Kern des Spiels. Also wir können uns verschiedene Ausrüstungen anlegen, so mit Helm, Schwertern, Füße und so weiter. Und da einen guten Mix hinzubekommen, ist wichtig, weil wir versuchen nämlich Monster zu kloppen. Erstmal ein paar Minions in 3 Stufen und wer es dann schafft, das ist nämlich ein Rennen, den Oberboss zu besiegen, der wird der neue König und hat das Spiel gewonnen. Also ein kleines Rennen. Wir versuchen jede Runde irgendwie gut zu überlegen, was ist jetzt die sinnvollste Aktion, die wir machen. Jeder überlegt das für sich, wird aufgedeckt und dann abgehandelt. Und das Coole ist noch, dass man halt dieses Item-Craften ganz geschickt durch so einen Tech-Tree machen kann. Also je nachdem, welche Items man sich auswählt, kann man auch ganz geschickt leicht hochtacken, dass man an die höherwertigen leichter kommt. Ich fand das ganz gut, Ersteindruck. Es gibt so eine Gefahr für die Erstpartie. Und zwar, wenn man das erste Mal spielt, hat man noch nicht so das Gefühl, wann sollte man den Boss angreifen. Weil wenn man das nämlich nicht schafft, dann hängt man erstmal wieder so ein bisschen hinten dran. Dann verliert man halt so ein bisschen Leben, ist ein bisschen ausgebremst. Und da hat man in der Erstpartie nicht das Gefühl für. Alle zögern lange halt. Und deswegen kann das so diesen Eindruck von der Erstpartie ein bisschen drücken, weil es dann länger geht, als es nötig ist. So, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Die weiteren Partien gehen dann auf jeden Fall flotter, weil sich die Leute dann mehr trauen und es flotter geht. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, Sven, du hast es auch ausprobiert, ne?
Mir hat es auch gut gefallen und was mir thematisch total gut gefallen hat, ich mag so Kleinigkeiten, du hast es ja schon gesagt, du kannst ja Items kombinieren und dass du das dann auch den verbesserten Karten siehst. Weiß ich nicht, du kombinierst einen Stab mit dem Ring, der so einen fetten Kristall hat und dann siehst du bei der erhöhten Level-Up-Karte quasi diesen Zauberstab mit dem Kristall oben dran. Ich mag solche Kleinigkeiten, das ist einfach super thematisch. Also ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe immer noch das vor Augen, was Sven gerade gesagt hat, dass die 6 Rehe so eine Pyramide bauen. Und dachte mir, das könnte da auch eine sehr gute Wertungskarte bei Cascadia sein. Da sind nämlich in der Erweiterung Landmarks auch einige neue Wertungskarten drin für die bekannten 5 Tiere. Und ansonsten muss man sagen, ist das so das Rundum-Sorglos-Paket für Cascadia-Fans. Da ist quasi eine 5- und 6-Spieler-Erweiterung drin. Dann ist mit diesen Landmarks ein eigenes Modul drin, das das Ganze ein klein bisschen komplexer macht. Weil wir in der Auslage so eben diese Landmarks auch dann stehen haben mit verschiedenen Wertungskarten für die Schlusswertung, um die es so ein kleines Rennen gibt. Und das versuchen wir eben auch noch mit einzubauen. Dann haben wir eben halt noch mehr Karten. Wir haben so ein paar Challenges für den Solo-Modus. Kann man auch mit mehr Leuten spielen. Also Leute, die aber gerne irgendwie halt so diese Herausforderungen suchen, noch unter speziellen Bedingungen irgendwie noch Punkte machen zu müssen. Das ist auch alles mit dabei. Es gibt eine Schnellspielvariante. Also die haben da wirklich so an alles gedacht. Und ich muss sagen, da ist es ein No-Brainer. Also wer Cascadia mag, und ich glaube, davon gibt es sehr, sehr viele da draußen, weil es eben auch unter anderem Spiel des Jahres geworden ist, für den ist diese Erweiterung fast ein Pflichtkauf. Also sie ist nicht ganz günstig, aber ich finde den Preis gerechtfertigt, weil da auch wirklich viel Zeug drin ist. Also für mich als Fan von Cascadia definitiv auch ein Pflichtkauf und ich finde schön, dass du gerade erwähnt hast, sowohl komplexere als auch weniger komplexe Elemente drin, finde ich super. Meine nächste Nennung ist Shipyard oder auf Deutsch rausgekommen vor ewigen Jahren, Die Werft. Ein Wladimir Suchy-Spiel auch, kommt auch bei Delicious Games. Er hat die Rechte quasi zurückbekommen, jetzt wieder bei ihm raus. Und das ist ein, wir bauen natürlich in der Werft Schiffe, die verschieden groß sein können, verschieden lang sein können, verschiedene Features haben müssen, natürlich immer ein Kapitän, aber sonst eine Länge aufweisen können, wie wir das möchten. Können ganz lange Schiffe bauen, die dann deutlich länger brauchen, aber irgendwann schicken wir alle unsere Schiffe hoffentlich auf eine Jungfernfahrt durch Kanäle, wo wir dann verschiedene Sachen werten. Es ist ein sehr, sehr gutes und, wie ich finde, unterschätztes Spiel. Vielleicht, weil es rauskam, als Wladimir Suchy noch nicht so der Everybody's Darling war. Ich finde es schön, dass es jetzt wieder rauskommt in einer überarbeiteten Auflage, wo es spieltechnisch gar nicht so viel Neueres gibt, aber optisch total rund erneuert. Und wer das noch im Kopf hat von Prager kaputt, ist dieser mechanische Auswahlmechanismus oder dieser Time-Track, dass irgendwann so ein Cube in ein Loch fällt und die Rotation sperrt. Das ist hier genauso. Und das finde ich total top, wenn ein Spiel mechanisch den Spielern die Hilfe gibt, hey, jetzt ist die Runde vorbei, jetzt müsst ihr werten, jetzt müsst ihr irgendwas machen. Das hat mich total begeistert, obwohl ich das Spiel von Check Games Edition im Schrank stehen habe. Ganz da oben, wer mich kennt, weiß, das sind meine Lieblingsspiele. Diese neue Auflage, obwohl ich die Grafik jetzt nicht neu brauchte, dieses leicht überarbeitete mit weniger Platzverbrauch auch auf dem Tisch auch, vielleicht schlage ich da trotzdem zu. Und wer es noch nicht kennt und Suchi-Spiele mag oder Spiele seiner Art mag, bedenkenlos, finde ich, sollte man das mindestens probespielen, wenn nicht sogar einpacken. Kommt das jetzt auch auf Deutsch oder erstmal nur Englisch? Es sind deutsche Regeln, werden verfügbar sein. Es ist komplett sprachneutral. Ich weiß nicht, ob, also die Boxrückseite soll wohl Deutsch und Englisch sein. Und deutsche Regeln werden auf jeden Fall verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob sie in der Box sind. Das habe ich nicht erörtern können. Also ich habe das ja mittlerweile auch schon hier, habe es aber bewusst noch nicht gespielt, weil du beim letzten Mal angeboten hast, dass du mir die Regeln erklärst. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das klingt alles hervorragend, was du sagst. So, ich gehe mal wieder zu einem Dauerbrenner, die Wir Games. Die sind ja mit einigen Neuheiten dabei. Und ja, eins der Spiele, was sehr, sehr hoch auch im Boardgame-Geek-Ranking gerade ist, das ist Die Weiße Burg, erscheint auf Deutsch auch bei Kosmos und ist der Nachfolger zu Die Rote Kathedrale. Weiße Burg, Rote Kathedrale, weiß Bescheid. So, es ist auch wieder wie Die Rote Kathedrale ein Dice-Placer und was ziemlich tough ist, wir haben im Endeffekt nur 9 Züge Zeit. Wir haben 3 Runden. In jeder Runde haben wir 3 Aktionen, die wir mit den Würfeln ausführen. Es hat einen sehr coolen Mechanismus, dass wir von Brücken Würfel nehmen. Die haben 3 verschiedene Farben, die wir einsetzen können für gewisse Aktionen. Und auf diesen Aktionsfeldern sind auch dann schon Würfelaugen drauf. Und nehme ich einen Würfel, der zum Beispiel diese Aktion, die hat die 4 drauf gedruckt und ich nehme einen Würfel, der die 6 ist, dann kriege ich 2 Geld. Nehme ich mal einen Würfel, der vielleicht nur eine 1 hat, dann muss ich bei der 4 halt 3 Geld zahlen. Das ist ein sehr cooler Mechanismus, der bei uns so das ein oder andere oh fuck am Spieltisch hervorgerufen hat. Also es ist echt nicht ohne.
Ich bin aber noch ein bisschen zwiegespalten. Ich mag Rote Kathedrale gerne und ich fand Weiße Burg auch gut, aber dadurch, dass es nur 9 Aktionen hat, gibt es trotzdem Möglichkeiten, dass ich über Kombos weitere Aktionen machen kann. Das muss man sich ja mal merken. Und wir hatten Situationen, da haben wir über Kombos über eine Aktion, 2 Aktionen, 3 Aktionen, 4 Aktionen gemacht. Und das muss man sich alles merken. Es ist sehr kleinteilig. Auch von der Symbolik muss man da erstmal reinkommen. Ich möchte es weiter spielen. Ich glaube, da steckt eine Menge drin. Ich bin aber noch nicht so total hooked wie bei Rote Kathedrale. Flo, bei dir ist es ja anders. Also ich finde es besser als die Rote Kathedrale. Christoph Post und ich haben es heute gespielt. Ich wurde heute quasi in dieses Spiel eingeführt. Und ich kann verstehen, warum der Hype da ist. Ich mag Dice-Drafting-Spiele. Ich finde das ein toller Mechanismus. Das, was du genannt hast mit den Geld bekommen oder Geld zahlen müssen für höhere Werte, finde ich auch super. Und ja, ich verstehe, was du meinst mit den Thinky-Zügen, die es da gibt. Aber ich finde es trotzdem elegant, also dennoch elegant, weil diese Art, wie wir uns unser Tableau entleeren, wie wir immer wieder der Miepel wegschicken, hat mich im Entferntesten an Troyes erinnert, nur in einer kürzeren Spieldauer. Also wir haben in der also Christoph hat das schon gespielt, aber er hat es mir dann beigebracht, wir haben unter 60 Minuten gebraucht. Also ja, nur 9 Züge, ja, ein bisschen thinky, aber Empfehlung, wer Spiele dieser Art mag, die vielleicht ein bisschen trockener herkommen und wo man ein bisschen mehr dann in einen Zug investieren muss, ein bisschen mehr Grips quasi, ein bisschen mehr Zeit auch. Große, große Empfehlung von mir. Also ich glaube, was ich festgestellt habe, wir haben die Erstpartie zu viert gespielt und ich glaube, das kann ein bisschen viel sein. Ich freue mich definitiv drauf, es jetzt nochmal zu zweit zu spielen, weil ich glaube, dass es auch zu zweit sehr, sehr gut funktioniert. Cool, nächstes Jahr dann die blaue Kneipe. Ich freue mich drauf. Graffiti hatte ich im letzten gespielt, ausführlich drüber geredet. Ein familienfreundliches Worker Placement Game. Ich habe jetzt rausgefunden, warum es Lizenzen gibt. Also wir sind Graffiti-Sprayer und in einem Tunnel machen wir schöne Artworks. Und warum kauft man sich Lizenzen? Weil das nämlich in irgendeiner Wirklichkeit in London, glaube ich, so ist. Da ist ein Tunnel freigegeben. Man muss sich aber Lizenzen vorher organisieren, dass man da wirklich sprayen darf und dann ist das erlaubt. Deswegen gibt es die da drin. Also thematisch passend. Wie ich da schon gesagt hatte im Kurzfazit, ein familienfreundliches Worker-Placement-Spiel, wo der Spielreiz vor allem wegen dem Worker-Placement daherkommt. Für mich so jetzt als Kennerspieler oder drüber war es jetzt nichts Neues zu entdecken und mir fehlte dann auch darüber hinaus das Besondere an diesem Spiel. Also es ist ein solides Spiel für Familien, die irgendwie noch nicht so viele Worker-Placement-Spiele kennen. Wer ja da im Kennerspiel Plus unterwegs ist, für den ist das wahrscheinlich eher nichts. Thema ist ganz cool, auch von der Aufsetzung. Artwork ist ganz gelungen. Also kein schlechtes Spiel, aber jetzt halt auch keins, was vom Hocker haut. Ja, also ich habe auf der Boardgame-Geek-Hype-Liste auch Unconscious Mind entdeckt. Und wenn es das wirklich geben sollte bei Fantasia Games, bei Frosted Games weiß ich, dass es noch nicht fertig ist. Da kommt es, glaube ich, Anfang 2024. Aber dann solltet ihr da unbedingt mal hinschauen. Wobei, da schlagen sich wieder 2 Herzen meiner Brust, weil der Kickstarter, so viel ich weiß, noch nicht ausgeliefert worden ist. Also ich habe es jedenfalls noch nicht bekommen. Aber es ist ein hervorragendes Spiel. Also es ist wirklich eins der Spiele, die mich letztes Jahr am meisten begeistert haben. Thematisch sind wir Freunde von Sigmund Freud oder dessen Schüler und wir versuchen im alten Wien sozusagen unsere eigene Therapiepraxis aufzumachen, Klienten anzuwerben, deren Träume zu deuten. Sehr, sehr viele richtig coole Mechanismen, unfassbar cooles Artwork von Vincent Dutrey und von Andrew Bosley, tolles Spielmaterial, wirklich viel zum Grübeln, aber trotzdem immer noch in einer ansehnlichen Gesamtverpackung. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Expertenspiel und wenn die das wirklich schon zum Verkauf da haben, dann rennt da schnell hin, muss ich leider sagen, obwohl es mir wieder fast schon ein bisschen wehtun würde, wenn das vor der Kickstarter-Auslieferung tatsächlich auf der Messe zu kaufen wäre. Aber es ist ein richtig gutes Spiel. Freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen, also aufgrund der Optik. Schon zweimal spielen durfte ich Gin, ein gehobenes Kennerspiel aus dem Hall Games shoppen. Von Designer Benjamin Schwer, von dem ich bisher tatsächlich nichts gespielt hatte. Ich weiß, er hatte ein recht beliebtes Spiel, aber dieses Spiel hat mich, hat mich im Entferntesten an Istanbul erinnert, an ein Kenner-Istanbul. Ich meine, Istanbul ist schon ein Kennerspiel, aber eine ganze Stufe drüber, wo wir auf einem Rondell-ähnlichen Plan probieren, Gins einzufangen, die in Flaschen zu packen, mit Kork natürlich drauf, sonst entschwirren sie. Tatsächlich, obwohl es sehr komplex ist, finde ich, recht leicht zu erlernendes Spiel
mit verschiedenen Aktionen. Wenn wir rumreisen, machen wir immer abwechselnd eine kleinere Aktion und eine größere Aktion. Können aber, wenn wir gut planen oder ein bisschen Glück haben, die anderen Spieler auf dem Spielbrett überspringen, sodass wir eventuell sogar zwei große Aktionen machen müssen. Ein Spiel, wo viel Vorausplanung nötig ist, ohne dass das jetzt wie zum Beispiel eben bei Die Weiße Burg so total hirnzermarternd ist. Was mir wirklich gut gefallen hat und für mich, für Leute, die sowas mögen, wenn sich das gut anhört, auf jeden Fall Pflicht ist, da mal vorbeizuschauen und mal Probe zu spielen. Christoph, wie hat es dir gefallen? Mir hat es gut gefallen, wobei es jetzt kein persönlicher Liebling wird. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel ereilt das gleiche Schicksal so ein bisschen wie Bonfire, was eigentlich alle cool finden, aber trotzdem irgendwie nicht so für die Ewigkeit hängen bleibt, leider. Bis jetzt habe ich aber auch nur Positives wahrgenommen. Das war ja auch, als ich in meinem Gespiel darüber geredet habe, in den Kommentaren durchweg immer Daumen hoch. Also ja, schaut es euch mal an, bei Hall Games gibt es das am Stand. Ich finde die Hall Games, ich finde es nämlich auch gut, haben immer das Problem, die sehen so ein bisschen altbacken aus und ich glaube, gehen dadurch auch so ein bisschen unter. Ja, bei dem Spiel würde ich es nicht sagen. Das Tableau, auch das eigene Tableau, was man da baut, hat er sich von Tavernen vom tiefen Tal inspirieren lassen, also auch mit Puzzlefaktor dabei. Also wirklich durch und durch ein gutes Spiel. Weiß ich nicht, also bei mir hat es nicht so ganz gekribbelt an der Stelle. Da wurde ich auch gefragt, warum, wann kribbelt es denn? Das weiß ich nicht. Manchmal kribbelt es, manchmal nicht. Vielleicht kribbelt es bei dir ja bei den Piraten, denn Pirate Tales, eine weitere Neuheit von Skellig Games, die rauskommen. Und das ist ja im Endeffekt ein Push-Your-Luck-Spiel. Wir sind eine Piratencrew und wir wollen quasi ja durch die sieben Weltmeere, nein, es ist wahrscheinlich nur ein Weltmeer, durch das wir da segeln, nach Tortuga oder von Tortuga, ich weiß es nicht mehr, spielt auch keine große Rolle, denn letztendlich ist unser Ziel, wir haben eine schöne Stoffmap, die wir da aufbauen und wir müssen letztendlich in Push-Your-Luck-Manier immer Karten aufdecken und uns dann überlegen, wie weit wir kommen. Denn auf jeder dieser Karte ist ein Schwierigkeitsgrad von 1 bis 3 drauf und diese Karte müssen wir auch lösen, indem wir halt ja, das erwürfeln, was da drauf ist, die Herausforderung. Und je mehr Karten wir aufdecken, umso mehr müssen wir das erwürfeln. Wir haben einen Würfelpool und haben aber auch noch Handkarten und können versuchen, darüber diese einzelnen Karten zu lösen. Wir können bessere Würfel kriegen, können unsere Würfel upgraden. Es ist, ja, wie gesagt, Push Your Luck, das Spiel, wenn man so möchte. Aber als Absacker oder als Opener, wer sowas mag, das ist witzig, das macht Spaß, das ist lustig. Es ist natürlich halt gefühlt zu 99,9 glückslastig. Klar kann ich überlegen, welche Würfel ich mir wie irgendwo wo hole. Aber wer sowas mag, unbedingt mal einen Blick riskieren. Wir fanden es sehr, sehr lustig. Gar nicht lustig, fand ich den nächsten Titel. Da habe ich im letzten Spiel ausführlich drüber gerantet. Mosaik, es hatten sich ein paar Leute hintergemeldet, meinten, sie fanden es super. Die Stimmen, die es nicht so cool fanden, sind bei mir gerade noch in der Mehrheit. Und es ist ein Zivilisationsspiel, wo ich finde, dass es erstmal der Aufbau zu lang dauert, dass das Spiel zu lang dauert für den Spielreiz, den es da auf den Tisch bringt, nämlich recht wenig. Ja, es ist einfach bei uns gefloppt. Ich fand es enttäuschend und die Lokalisierung ist mangelhaft. Für das, was es an Spiel auf den Tisch bringt, einfach drumherum nicht gelungen, muss man leider so sagen. Also das war tatsächlich eins der Spiele, auf das ich am gehyptesten war. Und du hast mich ja schon vorgewarnt und deswegen habe ich es auch noch nicht. Aber ich habe jetzt die Lokalisierungsfehler mitbekommen. Das ist ja also mangelhaft 5, ich würde sogar fast sagen an ungenügend, an der 6 kratzend. Sehr, sehr schade, weil ich Glenn Drover spiele, der Designer, Age of Empires 3 zum Beispiel, oder darf nicht mehr so heißen, aber sein Spiel extrem toll fand. Ich mag seine Designs eigentlich. Schade, dass das nicht so gut weggekommen ist. Dann bringe ich wieder mal einen positiven Spin rein und wir reden kurz über Zug um Zug Legacy. Das kommt ja eigentlich erst im November offiziell raus. Ich habe aber jetzt irgendwie gehört, dass es zumindest in geringer Stückzahl in Essen wohl auch dieses Spiel zu bekommen ist. Und zwar sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Kopien die dann wirklich da haben werden. Und ich glaube, das ist ja relativ selbsterklärend. Also wer Zug um Zug mag und vor allem wer Legacy mag, speziell mal Pandemic Legacy, was ja von den gleichen Autoren ist, nämlich Matt Leacock und Rob Davies. Der wird hier, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben. Ich hatte das Vergnügen, dass ich das den ganzen Sommer über schon spielen konnte und muss sagen, ich hätte gedacht, Legacy wäre für mich irgendwie durch, aber das hat nochmal es geschafft, dass ich da richtig Feuer gefangen habe, weil es aus diesem ganz normalen, klassischen Zug-um-Zug-Konzept wirklich was richtig Cooles draus gemacht hat, das sich konstant weiterentwickelt mit vielen Überraschungen, immer wieder neuen Mechanismen, die da rein zirkulieren, aber auch wieder raus zirkulieren. Also es wird quasi im Laufe der Kampagne komplexer, aber auch nie zu überbordend komplex.
Das Einzige, was manche Leute vielleicht neben dem Legacy-Aspekt abschrecken könnte, ist der Preis, weil ich glaube, dass das Ding, so wie ich jetzt gehört habe, deutlich über 100 Euro kosten wird, was ich auch verstehen kann, weil da ist einfach eine riesengroße Box randvoll mit coolem Zeug und immer wieder neuen Komponenten. Ja, also wenn euch das Legacy-Konzept gefällt und ihr Zug um Zug-Fan seid, ich glaube, dann ist das irgendwie auch relativ klar, dass man sich das zumindest mal anschauen sollte. Finde ich sehr spannend. Vor allem hatte ich ja gemerkt, Flo, wir haben es ja gespielt, Pandemic Legacy Season 0, was ja wirklich, wo man gemerkt hat, okay, die haben das Ding jetzt so rund geschliffen, die wissen genau, ja, wie ein Legacy-Spiel aussehen muss. Leider war es dann halt eher im Expertenbereich und Pandemic Legacy war für viele dann auch irgendwie schon ein bisschen durchgekaut. Deswegen haben es, glaube ich, viel zu wenig spielen können. Deswegen freut es mich, dass sie das nochmal anwenden auf so ein familienfreundliches Spiel. Das kann bestimmt überzeugen, ja. Nicht unbedingt ein Spiel, was unter jedem Tannenbaum sein wird, ist Balloon Pop. Ein Spiel, ich habe nur im Nachhinein erst gelesen, auf Board Game Geek, der Untertitel ist Tetris und Candy Crush in Board Game Form. Und das ist es eigentlich auch. Also wir probieren Ballons in Würfelform auf unserem Tableau zu verpuzzeln. Und wenn die eine bestimmte Farbe nebeneinander haben, dann zerpoppen die, sind weg und wir kriegen Punkte dafür. Kann man mal spielen und für Leute, die sowas als App auf dem Handy haben und dauernd in irgendeiner Pause mal spielen, bitte. Aber glaube ich kein Spiel, wo man jetzt in einem Jahr oder zwei noch drüber reden wird. Ich bin nicht so der abstrakte Handy-App-Spiel-Fan, wenn es dann auf Brettspielform runtergebrochen wird. Aber macht jetzt auch nicht so viel falsch. Ist okay. Bin mal gespannt. Gibt es ja jetzt eh nur auf Englisch, ob das sich überhaupt jemand anschaut auf Deutsch? Wahrscheinlich dann nicht. Ja, was auf jeden Fall ein spannender Titel ist, der nächstes Jahr erst auf Deutsch kommt, aber zumindest jetzt auf Englisch da ist, bei Mandu Games, das ist Dracula vs. Van Helsing. Mandu Games, die haben ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, war es, mit Jekyll vs. Hyde so einen kleinen Überraschungshit gelandet. Und Dracula vs. Van Helsing ist jetzt eigentlich auch, hat Stichspielelemente, wenn man so möchte. Es ist ein reines Zweispielerspiel. Eine Partei spielt Dracula, die andere halt eben Van Helsing. Und Dracula muss entweder 5 Runden überleben oder es gibt 5 Stadtbezirke, muss in jedem Stadtbezirk sind 4 Bewohner, muss in einem Stadtbezirk alle zu Vampire machen. Optik super, der Artist dahinter, der Illustrator, das ist der Weberson Santiago, den man auch von Blutige Herberge kennt. Und wir haben im Endeffekt, dass wir Karte oder so Art kleine Karten haben von 1 bis 8, wo wir versuchen, die bauen wir verdeckt ein, müssen wir auch in einer gewissen Reihenfolge lassen. Die triggern aber auch immer Aktionen. Das heißt, wir haben die Aktion, eine Karte nehmen, entweder bei mir einbauen und eine andere wegtun oder die, die ich genommen habe, wegtun und dann triggern die Aktion. Und am Ende der Runde wird halt jeder Stadtbezirk, wofür eine Karte steht, werden die verglichen und dann wird entweder, dass Dracula Schaden bekommt, wenn Dracula verliert und die schlechtere Zahl hat, oder halt, dass jemand zum Vampir gemacht wird. Ich finde es großartig, es hat leichte Stichspielelemente, es hat aber allein durch diese Effekte, die jede einzelne Karte hat, dass nicht nur die Zahl relevant ist, sondern auch der Effekt, dass ich vielleicht meine höhere Karte abgebe, weil ich aber sage, der Effekt ist gerade stark. Ich finde es großartig, Thomas, wir haben es zusammengespielt, bei dir kam es auch gut an, oder? Ja, wir haben es ja sogar zusammengespielt, also quasi in einem Team, weil wir so heiß drauf waren, dass du uns das zeigst, dass wir jetzt zu viert gespielt haben und Sven und ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, am Ende dann ganz knapp verloren. Mir hat es auch sehr gut gefallen und ich glaube auch, tatsächlich, da kann man wirklich sagen, wer Jekyll vs. Hyde gut fand, der wird, glaube ich, auch hier seinen Spaß haben, weil es sind schon sehr viele Ähnlichkeiten und trotzdem macht es aber irgendwie noch einiges anders, sodass man auch sagen kann, es ist gut gerechtfertigt, dass man beide im Schrank hat. Ja, ich glaube, auf alle Fälle angucken, wenn euch der Vorgänger gefallen hat. Aber kommt denn eine deutsche Variante raus? Ja, nächstes Jahr bei MM Games. Okay, also das sind die, die auch Sea Salt and Paper gemacht haben, aber nächstes Jahr erst. Ist klar. So, Alhambra, The Red Palace, beim letzten Mal auch schon ausführlich darüber geredet. Das heißt, wer das Spiel nicht gesehen hat, hier Schnellzusammenfassung. Alhambra, auch ein sehr bekanntes Kennerspiel, wobei eher ein seichteres Kennerspiel. Und lebt von seiner Schnelligkeit, hat mir gut gefallen. Das ist jetzt so eine Variante als Standalone-Version, was ein paar Module reinbringt, die auch, finde ich, sinnvoll sind und cool. Außer eins, was mir ein bisschen Tempo rausnimmt und für mich, sagen wir mal, das Spiel dann zu langsam macht. Also deswegen wird es nicht unbedingt bei mir im Schrank einziehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele, die Alhambra mögen, diese Variante auch, denen auch zusagt. Deswegen probiert das erstmal aus, bevor ihr es kauft. Kann gut sein, muss aber nicht für jeden voll überzeugen.
Ich habe jetzt noch ein Stichspiel im Gepäck, das mir persönlich gar nicht so gut gefallen hat, aber ich werde den Ball gleich zu Sven rüberschmeißen, dem das, glaube ich, deutlich besser gefallen hat, nämlich Aurum. Das wird es nur auf Englisch geben bei Panasaurus Games. Ich glaube, die haben noch keinen deutschen Vertrieb. Und das ist halt, ja, klassisch Stichspiel, wieder mit ein paar extra Elementen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Farbe bekennen, sondern dass wir eine andere Farbe spielen müssen. Der Gewinner ist, kriegt den Stich. Der wenigsten hat, kriegt eine Goldkarte. Die sind Punkte wert, die kann man aber wieder als Joker einsetzen oder als Trumpf. Man muss vorher mit seinem Teampartner gemeinsam verdeckt irgendwie ankündigen, wie viele Stiche man macht. Auch das kann man wieder ändern. Es ist sehr, sehr viel Zeug drumherum, wo bei mir persönlich nicht so dieser Stichspielfluss aufgekommen ist. Aber ich glaube, Sven, du hattest leuchtende Augen, als wir das gespielt haben. Ja, also ja, so krass würde ich nicht sagen. Ich fand es gut. Es hat mir Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, bin ja auch nicht der größte Stichspielfan. Ich fand es aber einfach, die leuchtenden Augen war ich mit dir zusammen als Partner. Ja. Also ich persönlich muss sagen, ich glaube, man muss es nicht unbedingt haben. Aber ich meine, Stichspielfans sollten sich schon angucken, weil es macht ein paar interessante Sachen. Und ich glaube, das Spiel hat seine Zielgruppe. Ich gehöre halt nicht dazu. Das Ding kostet, glaube ich, jeweils um die 15 Euro, wer Stichspiel-Fan ist. Das ist halt auch so ein Mitnahmeding vielleicht. Wenn man sagt, Mensch, sieht ganz nett aus durch diese Glitzi-Glitzi-Karten. Stichspiel, ja, guckt es euch einfach mal vorher an und überlegt, ob es passt oder nicht. Manchmal sehr wichtig zu sagen, man kann das Spiel irgendwie zu schätzen wissen, aber gehört halt nicht zur Zielgruppe. Ich fand, bei meinem Next-Titel gehörte ich eigentlich zur Zielgruppe. Und zwar ist die Rede von Ausverkauf. Das kam letztes Jahr schon in einer, ich glaube, spanischen Kleinstauflage mit englischen Regeln in der Box in Essen raus. Und jetzt bei Frosted Games die deutsche Version. Und das ist neben Cat in the Box meine größte Enttäuschung gewesen. Ein Flip-and-Ride-Spiel, wo wir auf abwaschbaren Tableaus jede Runde entweder auf der linken oder auf der rechten Seite ankreuzen und dann probieren, vom Thema total super, in einem Kino oder Theater Leute möglichst schön im Kinosaal zu verteilen. Was ich mir super gut vorgestellt habe und vom Thema echt mal thematisch fand für ein Flip-and-Ride-Spiel, ist so in die Hose gegangen. Auch, weil die Regeln eine Katastrophe waren, die in der Box waren. Ich nehme an, das ist jetzt gefixt. Aber es hat einfach nur zu unnötig viel Komplexität geführt. Am Tisch müssen wir jetzt rechts oder links. Wir wissen es alle gerade nicht mehr. Ich glaube eigentlich, dass ich zur Zielgruppe gehöre. Und trotzdem war ich durch diese, wie gesagt, unnötige Hin- und Her-Schieberei sehr enttäuscht. Ich glaube, es geht anderen anders. Aber ich fand es überhaupt nicht gut. Also erstmal ist es ein Share and Ride. Also das Besondere ist jetzt, dass es halt zwei Spielpläne gibt, auf die man arbeitet, die man immer hin und her schiebt. Das hat mich auch total verwirrt. Ich habe häufig auf der falschen Seite angekreuzt. Am Ende saß man auch da so, ja, war ganz okay, ne? Also hat jetzt irgendwie nichts Besonderes reingebracht. Und das, was besonders sein sollte, hat eher mehr verwirrt. Ich glaube, die Regeln waren jetzt nicht schwer zu verstehen. Als sie mir erklärt worden sind, bin ich aber schon so ein bisschen gestolpert, weil ich immer das Gefühl hatte, ich müsste da ankreuzen, wo ich auch Sachen nehme. Also es war leicht verwirrend. Ich glaube, dieses Besondere, was es reinbringen wollte, macht es gar nicht so besonders. Deswegen, es ist irgendwie okay, war es auch für uns. Ich hatte auch beim Spiel nicht so den ultrakrassen Spielreiz, die man sonst so hat, wenn man dieses typische Roll-and-Ride, Flip-and-Ride-Gepuzzle da anfängt mit, ah, wie zeichne ich was ein und so. Das ist bei uns auch nicht so krass gekommen. Also ein Spiel, wo man sagt, eher mal ausprobieren, bevor man es kauft, war okay so, ne? Ja, leider nur okay war auch mein nächster Titel und das, obwohl er eigentlich einer ehrwürdigen Reihe entstammt, wie Thomas wahrscheinlich auch sehen würde, nämlich Forbidden Jungle, der Nachfolger zu Forbidden Desert, Forbidden Island, Forbidden Sky. Forbidden Sky habe ich tatsächlich nie gespielt, aber ich war sehr gespannt, was jetzt Forbidden Jungle macht, denn wir stürzen jetzt in einem Dschungel ab, es ist ein kooperatives Spiel und wir müssen aus diesem Dschungel fliehen, der auch nach und nach wieder in sich zusammenkollabiert. Böse Monster, die aus Eiern schlüpfen, machen uns das Leben schwer. Wir haben halt diese verdeckten Karten, müssen halt versuchen, durch den Dschungel gemeinsam zu gehen. Jeder Charakter spielt sich anders, hat andere Fähigkeiten. Wir müssen vier so große Kristalle finden, die wir aktivieren müssen. Dabei müssen wir auch die Räume verschieben, um nachher so eine große Maschine zu aktivieren, mit der wir dann fliehen können. Also wenn ihr sowas wie Forbidden Sky und alles kennt, man wird gewisse Parallelen wahrscheinlich schon erkennen. Im Vergleich aber zur verbotenen Insel oder verbotenen Wüste fand ich das hier fast aber ein bisschen belanglos. Das hat nicht so richtig gezündet. Es wirkte sehr einfach. Wir hatten bei ein paar Karten auch einfach Glück, wie die aufgebaut waren und wie die lagen. Aber ich muss sagen, also die verbotene Insel ist da immer noch mein Liebling. Kam nicht so richtig gut an. Vielleicht auch einer der Gründe, weshalb man da auch noch gar nicht weiß, ob das überhaupt auf Deutsch kommt, obwohl die anderen drei ja auf Deutsch erschienen sind.
Also ich freue mich da schon sehr drauf, ehrlich gesagt. Und hab das jetzt nicht gehört, dass du gesagt hast, irgendwie, dass es nicht so gezündet hat. Da halte ich irgendwie mich lieber an Rado. Der hat gesagt, das ist absolut amazing, das Game. und deswegen erstes Spiel. Das ist mir egal, aber das habe ich gehört, dass er das gesagt hat und deswegen freue ich mich da immer noch total. Wir spielen das mal zusammen und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich ja weiß, dass du alle sehr kennst und liebst und ich bin sehr, sehr dann auf deine Meinung gespannt. Das interessiert mich da wirklich extrem. So, jetzt die größte Warnung von mir, das schlechteste Spiel, was ich wahrscheinlich je gespielt habe, Finish Line, ein Pferdewettenspiel, was nicht funktioniert, das ist absolut misslungen. Ich kenne auch keinen, dem das gefallen hat bis jetzt. Als Alternative, wenn ihr selber würfeln wollt, lieber Longshot spielen. Und wenn ihr so Casino-Feeling haben wollt, spielt Ready, Set, Bet. Ich habe mich im letzten gespielt da ausführlich drüber geäußert. Mehr Sendezeit braucht dieses Spiel nicht. Aber hat Rado nicht gesagt, dass er es amazing findet? Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei dem Spiel nicht mal. Ich kann meinen nächsten Eintrag auch relativ kurz halten, obwohl ich das Spiel empfehlen kann. Und zwar ist es die Disney-Version von Dixit. Die wird es jetzt auch in Essen geben. Ich glaube, die ist sogar schon im Handel erhältlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Dixit ist ein großartiges Partyspiel. Und wer es noch nicht hat, ist es auf alle Fälle immer einen Blick wert. Gibt jetzt mehrere verschiedene Grundboxen und jetzt eben auch in der Disney-Version. Da hat mir sehr gut gefallen, dass das Artwork nicht einfach irgendwelche Captures sind aus den Filmen, sondern dass sie das auch in diesem Dixit-Stil gezeichnet haben. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wer es noch gar nicht kennt und Disney mag, der kann hier auch gut einsteigen in die Welt. Also es ist einfach ein gutes Ding, jetzt halt mit der Disney-IP. Also Thomas, du hast jetzt mit zwei Nennungen innerhalb deiner letzten fünf oder sowas echt zwei gute Weihnachtsgeschenkkandidaten, finde ich, erwähnt. Weil ich finde, das ist die perfekte Ehe von einem Top-Spiel für größere Gruppen mit diesem tollen Artwork, was wir alle von Disney lieben. Also das ist für mich, ich weiß schon, zwei Leuten, denen ich schenken werde. Meins ist auch ein kleiner Geheimtipp, wobei vielleicht gar nicht mehr so geheim. Ich rede jetzt von Schnitzeljagd, ein Spiel von unter anderem Matthew Dunstan, den wir auch schon mal vorher, glaube ich, auf der Liste hatten gerade, der auch immer sehr gut daran ist, kleine Spiele, auch große Spiele, aber auch vor allem kleine Spiele zu spielen. Und das hier ist eher so ein Mindgame, von wegen, ich dachte, du spielst das, deswegen habe ich das gespielt, aber ich habe vorausgesehen, dass du das denkst, deswegen habe ich doch noch mal was anderes gespielt. Jeder hat die gleichen fünf Karten, fünf Tierkarten von 1 bis 5 hochnummeriert und wir spielen immer verdeckt eine Karte vor uns aus. Dann warten wir, bis alle eine gewählt haben, decken die auf und die, oder werden, es wird quasi gezählt, die erst die Einserkarten aufdecken und wenn man alleine eine gespielt hat, das ist der Reiz an der Sache, dann darf man versuchen, eine höher punktigere Karte, also ein größeres Tier fängt ein kleineres Tier und die sind dann aus der Runde raus. Wenn man am Ende der Runde noch da sitzt mit einem hochpreisigen Tier, dann kriegt man viele Punkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt eben. Und das ist super schnell gespielt. Also eine von diesen Runden, wo wir alle eine Karte aufdecken, ist eine Minute. Und das ganze Spiel, weil es ein Best of, ich glaube, bis auf 5 Punkte muss man rankommen, dauert vielleicht 15 bis 20 Minuten. Es ist nicht viel mehr als das, aber das, was es eben in diesen 10, 15 Minuten macht, finde ich extrem gut in der richtigen Gruppe. Es ist zum Beispiel ein Spiel, was ich schon in der Kneipe gespielt habe, mit einem Bier in der Hand. Und das hat super gut funktioniert. Und es ist für mich eine ganz, ganz große Empfehlung, wirklich. Ich habe das Gefühl, wir haben hier auch schon unseren ersten Spiel des Jahres-Kandidaten für nächstes Jahr. So nehme ich es gerade wahr. Fun Fact übrigens bei Schnitzeljagd, wenn ihr euch das noch holen wollt, ich hatte auf einem Pegasus-Pressetag mit Leuten von der Edition Spielwiese gesprochen, die selber total überrascht sind, wie gut das Ding ankommt. Die haben gesagt, die haben ein paar Exemplare sich noch gesichert, um die in Essen zu haben zum Verkauf, aber es wird nicht viele geben. Die sind also schon mit dem ersten Printrun, sagten sie, ziemlich durch. Ja, dann viel Spaß am Donnerstagmorgen am Stand von Schnitzeljagd. Ich kann das auch sehr empfehlen. Es ist ein großartiges Spiel. Es wird auch nicht jedem gefallen, aber es ist ein super Filler irgendwie und ja, kommt hier sehr gut an bei uns. Ich mach da mal weiter. Was sagt ein Pirat, der eine rostige Tür aufmacht? Knarr! Okay, der war schlecht. Knarre ist aber nicht schlecht, denn das erscheint bei Bombix. Ich finde, Bombix, die haben immer so kleine Geheimtipps. Letztes Jahr war es ja mit Sea Salt and Paper, was bei denen erschienen ist. Und das hat so ein bisschen, ja, Seven Wonders Vibes, denn wir haben unseren Wikinger-Clan, diese Wikinger, die wollen auf Handel gehen, die haben immer genau 3 Wikinger-Karten auf der Hand, es gibt 5 verschiedene Farben an den Wikingern, ich finde auch sehr schöne Illustration und dann haben wir letztendlich immer nur die Möglichkeit, wollen wir einen Wikinger in unsere Auslage einbauen,
die werden dann auf die Farbe gelegt, wo sie letztendlich, ja, also zur passenden Farbe, und dann triggert man von der Farbe, wo man sie hinlegt, alles, was man schon hat. Das heißt, wir bauen uns auch so eine kleine Engine auf. Alternativ können wir aber auch sagen, okay, wir haben halt die Möglichkeit, handeln zu gehen, dass wir halt zu Orten, wo es halt entweder Siegpunkte oder ja deutlich mehr Ressourcen oder Schätze gibt, dass wir da Wikinger hinschicken. Da haben wir immer auf den Karten draufstehen, auf diesen Orten, was für Farben sie letztendlich haben wollen. Hat allerdings den Vorteil, dass wir diese Wikinger aus unserer Auslage dann komplett abwerfen müssen. Das heißt, unsere Engine, die wir uns aufgebaut haben, die eigentlich ganz geil ist, wird dadurch wieder schlechter. Viele kleine Möglichkeiten, ein total elegantes Spiel, ist für mich so eine kleine Überraschung. Und von der ganzen Liste hier, von meinen Titeln, die ich vorstelle, meine absolute Hidden Gem. Es wird auch auf Deutsch bei MM-Spiele erscheinen. Er hat gehofft, dass es noch zur Messe ein paar Exemplare ja geben wird, die er auf Deutsch bekommt. Sieht gerade aber schlecht aus. Bei Bombix wird es auf jeden Fall sein, aber wie gesagt, für mich eine Hidden Gem und für mich auch einer der Kandidaten, glaube ich, der danach viele Leute überraschen wird. Ein kleiner Tipp für die Leute, die Schnitzeljagd dann nicht mehr abbekommen haben. Die können sich auf jeden Fall 5 Türme in die Tasche stecken. Und wer nicht zur Messe kann und immer gerne online bestellt und da einen kleinen Filler braucht für den Mindestversand, der kann sich 5 Türme auch einfach mal in die Tasche stecken. Ein schönes kleines Kartenspiel, ähnlicher Charakter, leicht erklärt, easy gespielt mit einem tollen Spielreiz. Ich finde, das Coole ist auch noch das Metagame, was da drin steckt. Das sind sehr viele Filmreferenzen drin auf diesem Artwork. Das macht Spaß, da zu gucken und die zu entdecken und es soll auch so eine kleine Liste gesagt oder es soll veröffentlicht werden, wie viele drin sind. Also wer es schafft, alle zu finden, der kriegt auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch. Und was machen wir? Es ist ein kleines Beatspiel. Also wir versuchen, Türme zu bauen. Es gibt dann eine Auslage an Karten und reihum muss man dann halt eine Zahl erstmal ansagen, wie viel meint man denn von diesen Karten nehmen zu können und einzusortieren. Und dann kann reihum das noch überboten werden. Und dann muss man halt auch mit dem zurechtkommen, was man da bekommen hat. Und manchmal muss man halt auch mal nehmen, damit bloß der andere nicht den guten Zug macht. Sehr leicht gespielt, toller Spielreiz. Ich glaube, hat uns bis jetzt allen schon mal gut gefallen, ne? Ja, ich persönlich bin ein klein bisschen verliebt in dieses Spiel und vor allem in das Artwork. Ich habe, glaube ich, fast alle Filmreferenzen mittlerweile gefunden und ich würde dir zustimmen. Also das kann auch nicht so teuer sein, weil es eine sehr kleine Schachtel ist. Das sollte man auf alle Fälle einfach mitnehmen. Und ich, das ist wie Schnitzeljagd, glaube ich, was nächstes Jahr bei der Spiel des Jahres-Geschichte dann auch nochmal relevant werden wird. Und ich finde, wer noch Firenze kennt, das ist so ein Turmbauspiel. Ich finde, das ist Firenze das Kartenspiel. Also wer das kennt, der wird das auch lieben. Ja, ich habe hier noch was glaube ich, auch wieder ein No-Brainer ist, und zwar die zweite Erweiterung für die verlorenen Ruinen von Anak, heißt die verschollene Expedition auf Deutsch. Soweit ich weiß, wird es sowohl auf Deutsch beim Heidelberg Verlag da sein, als auch im Englisch bei Check Games Edition. Und ja, also wer Anak-Fan ist, der braucht die, glaube ich, auch. Also die ist nicht ganz so essentiell wie die erste Erweiterung. Hier kommen 2 neue Charaktere mit rein, es gibt wieder 2 weitere Tempel, es gibt neue Karten, Artefakte, neue Gegenstände. Und es ist vor allem eine kleine Kampagne drin, die man aber entweder solo oder zu zweit spielt, die ich auch echt cool finde. Die basiert so ein bisschen auf dieser Print-and-Play-Kampagne, die während der Pandemie online veröffentlicht worden ist. Ja, also ich glaube, für Anak-Fans ist es irgendwie fast ein Pflichtkauf und alle anderen brauchen halt erstmal das Base-Game, aber das kann ich euch auf alle Fälle auch empfehlen, weil es mittlerweile schon ein moderner Klassiker geworden ist. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Meine nächste Nennung ist Bücher der Zeit, ein Book-Building-Spiel. Einstmals bei Board & Dice rausgekommen, die ja immer für wirklich sehr gut ausgestattete Eurogames komplexerer Art stehen mit einer neuartigen Idee. Und ist hier wieder genauso. Und ich finde auch die familiäre Gegebenheit, zum Beispiel zur T-Serie, ist hier super offensichtlich. Selber Publisher, der es rausbringt. Indem wir Bücher aufbauen, wo wir Seiten einheften nach und nach, wo die Vorder- und Rückseiten beim Blättern aber immer entscheidend sind. Ich finde, es ist ein bisschen wie sich 3 Decks von Karten gleichzeitig zusammenzubauen, zur richtigen Zeit vor- und zurückzuschlagen. Hat mir richtig gut gefallen, weil man die Bücher auch, man kann zum Beispiel auch 1 von den 3 Büchern, die man aufbaut, eigentlich außen vor lassen und sich nur auf 2 oder halt auf alle 3 oder nur auf 1 ein bisschen konzentrieren. Dazu noch ein bisschen Leistengeschiebe auch, also auch nicht das thematischste Spiel, aber eins, was mir gut gefallen hat. Ich fand, es war nur nicht ganz so poliert, wie es hätte sein können. Viel zu viele Aktionen, die es da gibt, finde ich. Aber für Fans dieses Genres, für gehobene Kenner bis Expertenspiele, definitiv einen Blick wert, finde ich. Ja, dann mache ich mal weiter. Von Büchern kommen wir zu den Weltwundern. World Wonders erscheint bei Arcade Wonders. Kommt wahrscheinlich, also es kommt auf Deutsch, aber wird wahrscheinlich es nicht zu Spiel schaffen, auch bei irgendeinem der Happy Shops Verlage. Es ist letztendlich eine Art Stadtbauspiel in
bisschen Tetris-Manier, wenn man so möchte. Wir haben also unser Geld, was nichts anderes ist als Aktionspunkte. Dann liegen jede Runde verschiedene Tetris-förmige Puzzleteile aus und wir müssen uns diese halt kaufen. Je größer die sind, umso teurer sind die an Aktionspunkten, die wir ausgeben. Die Runde ist vorbei, bis jeder seine Anzahl an Aktionspunkte ausgegeben hat. Das sind in der normalen Runde sind es 7 Punkte. Man kann aber auch noch auf 9 hochgehen, indem man Schulden macht. Und dann müssen wir letztendlich unsere Stadt zusammenbauen. Der Clou dabei ist, dass wir diese Tetris-förmigen Polynomio-Dinger heißen, die, oder? Wie sagt man Polynomio irgendwie sowas, ja? Diese Puzzleteile, nennen wir sie Puzzleteile, dass die auch verschiedene Farben haben, die stehen für Handelsdistrikte oder Wohndistrikte. Und wenn wir die alle zusammenbauen, dann ist das easy, aber wenn wir andersfarbige bauen, dann müssen die an Straßen sein. Das heißt, wir sind gezwungen, immer wieder Straßen dazwischen zu bauen. Was aber wirklich wichtig bei dem Spiel ist, das sind die namensgebenden Weltwunder, denn die machen wirklich viele Punkte und sehen auch noch phänomenal gut aus, weil das alles verschiedene Holzfiguren sind, vom Taj Mahal bis zu den Pyramiden und, und. Aber um die zu bauen, müssen wir wirklich harte Bedingungen erfüllen, wie das darf nur an einem Handelsdistrikt mit Straße und Handelsdistrikt mit einer Lücke dazwischen. Also das ist sehr, sehr brainy, um die Dinger reinzubauen. Aber es sieht fantastisch aus. Und wer solche Puzzlespiele mag, die auch etwas anspruchsvoller sind, uns hat sehr gut gefallen. Ist ein richtig gutes Teil, war auf der GenCon, also so ein kleiner Überraschungshit der GenCon. Und wer gerne puzzelt, wer Städtebauspiele mag und aber auch da mal ordentlich gefordert werden will, sollte sich World Wonders mal angucken. Ja, also ich habe es bei der Spieleschmiede unterstützt. Ich glaube, die deutsche Variante soll im Dezember kommen, wobei, glaube ich, in der Unterstützer-Mail kam, soll dann noch Oktober sein. Ich weiß es nicht genau, also vielleicht kriegen ja die Unterstützer doch jetzt irgendwann Post. Eins der Spiele, auf das ich mich wirklich am meisten freue, gehobenes Familienlevel mit diesen tollen Holzminiaturen. Wahnsinnig gut, glaube ich. Oh, von der Erzählung hätte ich jetzt eher gedacht, dass es deutlich über Familienlevel ist. Aber klingt cool. Dann geht's weiter mit Vienna, eine Neuimplementierung von La Isla, ein neues Spiel in der City Collection von Stefan Feld. Für mich hatte es Elemente, die ich sehr cool fand, zum Beispiel die Aktionsauswahl, dieses Gepuzzle mit den Karten, auch das Bauen dieser Engine, die man immer wieder anpassen muss. Es hat aber auch Elemente, die ich so okay fand, vor allem der Tokenwust oder der Tokendschungel, den man da sammelt, finden muss auf dem Brett, einlöst, wie man das mit den Aufgaben erfüllt und so weiter. Deswegen würde ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht der Touristmagnet der City Collection, wo alle hinrennen. Aber es ist ein ganz gutes Spiel. Deswegen probiert es lieber erstmal aus, bevor ihr es kauft. Es ist jetzt nicht der Marrakesch-Killer. Ich finde es gut, dass du sagst, nicht der Touristenmagnet, weil das stimmt, die haben ja irgendwie lauter Städte nur irgendwie am Stand, ne? Und dann kann man sich überlegen, wo die meisten Leute irgendwie die meisten Bilder knipsen werden. Ich glaube, ein Spiel, was es auch wert ist, fotografiert zu werden, ist die neue Version von Die Burgen von Burgund, The Castles of Burgundy. Das wohl auch in dieser Special Edition, die es jetzt gibt, am Alea bzw. Ravensburger Stand wohl in geringer Zahl verfügbar sein wird. Ich bin gespannt, ob auf Deutsch, auf Englisch, in beiden Sprachen. Das muss ich sagen, wiederum finde ich sehr schön, weil da ist die Auslieferung jetzt des Kickstarters, glaube ich, auch durch. Also mittlerweile müsste jeder sein Exemplar haben. Und jetzt kann man halt noch Restposten oder noch eine weitere Auflage eben auch auf der Messe kaufen. Und ich finde, so sollte das eigentlich auch sein. Ich glaube, da stellt sich nur die Frage, möchte man irgendwie diesen Preis ausgeben für diese absolute super-duper Luxus-Variante eines hervorragenden Spiels oder ist man mit der kleinen Version, die es gibt, auch zufrieden? Ich persönlich bin sehr froh, dass es jetzt mittlerweile eine so schöne, schmucke Version gibt. Ich glaube, die Miniaturen, die braucht jetzt, also die meisten werden die nicht benötigen, die sind wirklich nur für Sammler, macht das ganze Ding ja nochmal extra teuer. Aber auch die anderen Sachen, gerade die Acryl-Tokens und so weiter, das macht das Spiel schon irgendwie wirklich sehr schön. Ist auch alles so drin an Erweiterungen. Eine kleine neue Mini-Erweiterung ist auch mit dabei mit den Weinbergen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass an dem Stand wahrscheinlich auch sehr viel los sein wird, wenn die auch Einzelteile verkaufen. Weil, glaube ich, viele Leute diese Acrylteile, die nur so im Pledge Manager am Ende erst so nachgereicht worden sind, sich da holen wollen. Weil die haben, glaube ich, viele Leute verpasst. Ich weiß nicht, Sven, du hattest mich auch gefragt, ob ich noch welche über habe. Nicht in der Wunde. Ja, aber vielleicht kriegst du sie ja da. Ja, ich stelle mich dann bei den anderen 337.000 Leuten an, die da warten. Ja, irgendwann kriegt man sie so in solchen. Also ich glaube, das Ding wird wahrscheinlich relativ schnell weg sein, könnte ich mir vorstellen, weil es zwar ein sehr hochpreisiges Spiel ist, aber eben halt ein tolles, mechanisch tolles Spiel, was jetzt auch wirklich sehr gut ausschaut. Ich bin sehr gespannt, wie viel die davon da haben werden.
Ich habe gerade noch mal versucht herauszufinden, wir haben ja letztens die Neuheiten-Show gemacht und es gibt eine spezielle Retail-Version von dieser Edition. Also diese Special Edition ist nur die Kickstarter-Version. Ich glaube, die Retail-Version heißt Deluxe Edition oder irgendwas. Also es ist für mich auch wieder sehr verwirrend. Also es gibt ein extra Paket und ich glaube, das wird es in ausreichender Stückzahl geben. Es wäre bekloppt, wenn sie das nicht jetzt auch noch irgendwie nutzen, den Hype. Also der Preis ist in der Vorschau mit 180 Euro angegeben für die Special Edition, die da bei der German Edition hier bei Ravensburger wohl angegeben ist. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall eine sehr Stefan Feld geladene Liste, die wir hier heute haben. Ne? Nicht von Stefan Feld ist mein nächster Titel, und zwar ist das Dorfromantik, das Duell. Da bin ich gespannt. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich erinnere mich von vor genau einem Jahr, wo ich verspätet zu uns ins Headquarter kam und Dennis und du, Christoph, ihr saßt schon da und habt das gespielt und ich habe so zugeguckt und dann wart ihr mit einer Partie durch und sagt, Klo, willst du nicht mitspielen, wir können auch zu dritt kooperativ spielen. Und ich so, ja, komm, spiel mit. Ich war super unterwältigt. Und dann irgendwann ging es immer wieder nach oben, bis es nahezu mein Spiel des Jahres war, muss ich sagen. Und absolut diesen Titel auch zurecht trägt, finde ich. Natürlich jetzt die Zweispieler-Variante gegeneinander. Das Duell ist namensgebend. Und ich habe es bisher 4-mal gespielt. Und nach dem ersten Mal bin ich bei Board Game Week online gegangen, habe es mit einer 10 bewertet, weil ich so gut finde. Also das Einzige, was beim normalen Dorfromantik-Titel mir gefehlt hat, ist der Langzeitspielwert. Wenn man alles freigeschaltet hat, ist es nichts mehr als ein Highscore-Jagdspiel. Und ich bin nicht die Art Spieler, der das irgendwie gut findet. Also wenn ich nichts mehr freischalten kann, Seitdem hat es nicht für eine zweite Kampagne bei mir gereicht. Beim Duell ist es halt eben so, dass ich permanent mit irgendwem im Duell stehe eben und es immer wieder spannend ist, das rauszubringen. Gut, ich habe jetzt nur 4-mal gespielt, aber ich glaube, das hat einen höheren Langzeitwiederspielwert. Und sie haben es sogar geschafft, und das ist genial, finde ich, kleine Freispielelemente in diese Box mit reinzubringen. Und dass du quasi, wenn du bestimmte Anzahlen von Aufträgen erledigt hast, Sonderboxen sozusagen bekommst. Du weißt zwar schon, was es sein wird, aber kannst dann Sachen freischalten, die dein Duellant eben nicht mehr freischalten kann. Extra Punkte generieren und sowas. Ich finde immer noch geniales Spiel. Ich war echt im Zweifeln, ob das funktioniert, ob das auf 2 Spieler runterbrechenbar ist. Ist es. Und das Einzige, was man sagen muss, ihr braucht einen Riesentisch oder spielt es direkt in einem leeren Raum. Es ist wirklich ein ganz schönes. Ihr müsst euch überlegen, es ist das Doppelte vom Umfang des Plättchens, des Plättchenlegens wie das normale Spiel. Das ist riesig, wirklich. Aber es macht so viel Spaß. Ich habe es heute auch gespielt tatsächlich und ich unterstreiche, was du sagst. Ich glaube, man muss sagen, wenn man Dorfromantik mag, gerade jetzt dadurch, dass es eben gegeneinander ist, ich fand es auch wirklich gut. Leute, die Dorfromantik vielleicht partout nicht mögen, außer vielleicht sie sagen, sie wollen mehr Interaktion haben, aber Leute, die Dorfromantik nicht mögen, werden jetzt nicht sagen, wow, tolles Spiel. Einziger Kritikpunkt, also neben dem, du brauchst einen riesigen Tisch, das haben wir auch festgestellt, ich fand, es ging mir fast einen kleinen Ticken zu lang. Also es hätte ein bisschen kürzer sein können. Kann ich alles verstehen, was du sagst, ja. Ich habe es auch hier stehen und habe es noch nicht ausgepackt, aber jetzt bin ich irgendwie ein bisschen hyped, nachdem ihr beide das so gut fandet. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ist das denn auch eine Kampagne oder ist das irgendwie spielt man da mal einzelne Partien nur? Ganz einfach, 1-gegen-1. Das Einzige, Flo, um das noch, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, das fand ich ein bisschen, du hast ja den Aspekt bei dem Spiel, dass der eine immer Sachen random aufdeckt und der andere muss die raussuchen. Also der muss die schon so ordnen. Fand ich ein bisschen aufwendig. Glaube ich, könnte einige ein bisschen abtören. Ich war immer der es dann beigebracht hat und dann rausgesucht hat. Also quasi ne, der Random war immer der Neuling sozusagen und ich muss es dann raussuchen. Ja. Dann hatte ich kannte die Plättchen übrigens schon, die teilweise echt anders sind als das andere, als das Grundspiel. Aber ja, gebe ich dir total recht, wer damit mit dieser leichten Downtime oder man hinkt immer ein bisschen hinterher, was ein bisschen Probleme hat, vielleicht antesten, aber ist ein kleiner Preis, den man für dieses Spiel zahlt, finde ich. So, ich habe dasselbe Spiel, the same game, ja, und selten war ein Name treffender. Das ist ein Partyspiel und da geht es darum, dass wir kooperativ versuchen müssen, auszuschließen, welchen Begriff der andere nicht hat. Also es ist so eine Art, dass wir so, es gibt einen Fallenbegriff. Wir kriegen einen Begriff zugeordnet. Ich hatte zum Beispiel die Winterjacke, habe dann einen ähnlichen Begriff hingeschrieben, da habe ich die Heizung gewählt. Dann werden 7 Karten aufgelegt, wo drauf steht so, Nutzen für die Menschheit, Höhe. Und dann muss versucht werden, auszuschließen, was wohl nicht der Fallenbegriff ist. Wo man schon mal weiß, weil die werden aufgedeckt, die Spieler sehen dann Heizung und Winterjacke. Und dann, naja gut, die haben ja
eine verschiedene Höhe. So, und da muss man versuchen, die Sachen so ein bisschen auszuschließen. So, und dann gibt es aber solche Sachen wie Nutzen für die Menschlichkeit, ja, eine Heizung und eine Winterjacke, ist ja schon ähnlich. Lass erstmal bei anderen Sachen versuchen, die halt naheliegender sind, dass die da nicht zusammenpassen. So, das macht man dann, und wenn man das schafft, gibt es Punkte, und da muss man versuchen, einen gewissen Grad an Punkte zu haben, und wenn man das schafft, dann darf man sich freuen und dann ist das Spiel vorbei. Das funktioniert. Das macht jetzt nichts verkehrt, aber das ist irgendwie auch so ein Partyspiel wie Just One, Fun Facts und ja, der Name sagt, the same game. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so viel neu und anders macht. Ich würde es immer wieder mitspielen in der richtigen Runde, ganz witzig, aber habe mich jetzt nicht total gecasht. Bin aber auch nicht der riesigste Partyspiel-Fan, muss ich dazu sagen. Also ich muss sagen, ich habe von ein paar Leuten gehört, die das schon im Entwicklungsstudium begleitet haben, dieses Spiel, und sehr viel Gutes darüber gehört. Und du sagst jetzt, es ist ein Spiel wie irgendwie Just One oder Fun Facts. Allein das lässt mich fast dahin rennen zum Editionsspiel, wie es stand, weil wenn es in dieser Reihe ist, kann es fast nur gut sein. Also ich bin dennoch jetzt ein bisschen skeptischer, aber dennoch sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich habe auch sehr Unterschiedliches wahrgenommen. Also von Leuten gehört, dass sie es richtig gut fanden, auch an dem Presseevent dort. Und von anderen, die meinten wie du, ja, ist halt ein Spiel wie viele andere, das haben wir schon alles gesehen. Ne? Aber gut, wenn du die anderen Spiele noch nicht gesehen hast, dann ist das vielleicht ein schönes Partyspiel, ja. Kann halt auch so ein guter Eisbrecher sein, glaube ich. Halt auch mal, wenn du es auf der Arbeit spielst oder sowas. Ich glaube, um auch Leute kennenzulernen und sowas, das funktioniert, glaube ich, gut. Cool. Dann nochmal kurz ein Shoutout für Earthborn Rangers. Ist jetzt nicht das Neueste, das kam ja schon vor ein paar Monaten raus, aber halt für Essen eine Neuheit und ist halt ein Spiel, was mir besonders gut gefallen hat. Deswegen würde ich sie gerne nochmal erwähnen, dass man das immer noch kaufen kann. Und es ist ein ja, kartengetriebenes Open-World-Spiel. Der Einstieg ist zugegebenermaßen nicht so gut. Das hätte man besser machen können. Ist halt schon ein expertiges Spiel. Ist halt etwas, was sich einreiht in diese Living Card Games wie Arkham Horror. Also man erlebt eine große Geschichte, eine Kampagne, so kann man sagen. Man hat ein Deck, der deinen Ranger symbolisiert, das immer weiter ausgebaut wird. Also ein schönes Abenteuerspiel einfach. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ist nicht für jeden was. Deswegen guckt euch das eher mal an in ein paar Videos. Ich würde jetzt nicht sagen, geht auf die Messe und macht ein Probespiel, weil das ist nicht die beste Umgebung und auch nicht der beste Einstieg, wenn man so ein Spiel einfach mal kennenlernt. Sondern schaut euch vielleicht mal ein paar Videos an und kriegt davon einen Eindruck. Wenn ihr aber so kartengetriebene Spiele mit einer cleveren Mechanik, die halt so ein bisschen Arkham Horror-Style haben, sowieso mögt, dann wird das was für euch sein, ja. Also auf jeden Fall immer noch ein Spiel, was ich super finde. Ich schwenke noch mal rüber zum Stand von Devir. Ich habe nämlich da noch ein Spiel rausgepickt, was es dort geben wird in Essen, nämlich Bamboo. Das konnte ich auch schon spielen, kommt auch in einer sehr schönen kleinen Box und überzeugt finde ich auch vor allem durch ein wunderschönes Spielmaterial. Vielleicht ein bisschen klein, also man darf jetzt nicht die größten Pranken haben, irgendwie, um das Spiel zu bedienen. Und es ist ein komplexeres Spiel, als man das vielleicht auf den ersten Moment glauben würde, wenn man das so sieht, weil alles so süß und knuffig und niedlich aussieht. Geht darum, dass wir uns unseren eigenen Raum einrichten nach bestimmten Regeln und hat einen coolen Auswahlmechanismus mit eben diesen kleinen Bambusteilen, wo man immer, wenn man einen ausgibt, um eine Aktion zu machen, dann wieder neue sich holt und immer überlegen muss, wie man dann für die nächste Runde schon vorplant. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und was ich da spannend finde, ist, dass auf der Boardgame-Geek-Seite steht, dass Skellig Games das wohl auf Deutsch bringen wird. Und ich habe ehrlich gesagt aber nirgendwo gesehen auf der Webseite von Skellig, dass sie darüber schon sprechen, über das Spiel. Und ich habe auch nicht gesehen, dass sie irgendwie auf ihrem Insta-Account oder so darüber schon gesprochen haben. Also ich bin sehr gespannt, ob die das in Essen da haben. Wahrscheinlich noch nicht auf Deutsch. Vielleicht kommt das dann irgendwann nächstes Jahr. Also wenn jemand von Skellig das Video guckt, schreibt das doch gerne mal irgendwie unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie da so der Stand ist der deutschen Version. Interessant, vielleicht hast du jetzt hier was gespoilert. Eine Neuankündigung von Skellig. Ja, es steht, wie gesagt, bei Boardgame Geek ganz oben vorne mit drin unter Publisher. Also ich glaube, wenn es ein Spoiler war, dann haben sie ihn selber da reingeschrieben. Und unbeabsichtigter von ihnen vielleicht. Ja, man weiß es nicht. Was auf jeden Fall schon einen Herausgeber hat, ist Kavi. Das ist der Neuankömmling, das neue Spiel von Hans im Glück, die ja dafür bekannt sind, sehr kuriert wenige Spiele rauszubringen, die dann aber wirklich häufig sehr hohe Wellen schlagen. Ein Wikinger-Spiel, was mir gar nicht so, also vom Thema gar nicht so entgegenkommt. Aber das ist wirklich ein Spiel, was mich auf der BerlinCon, wo ich es probespielen durfte, begeistert hat. Ein Spiel à la Glenn Moore mit einem Time-Track, wo wir mit einem Würfel auf diesem Time-Track voranspringen. Wer das nicht kennt, derjenige, der am hintersten ist, der darf so lange dran sein und nach vorne springen mit einzelnen Aktionen, bis er eben nicht mehr der hinterste Würfel auf dem Spielfeld ist. Und muss aber mit diesen Würfeln auch Bier ausgeben, was die Wikinger brauchen natürlich, um ihre Aktionen zu bezahlen. Dazu hat es einen sehr, sehr schönen Rumsegelmechanismus,
nicht rum wie zum Trinken, sondern einen Herumsegelmechanismus, wo wir Vorräte brauchen, die wir witzigerweise auf unserer Schiffsminiatur quasi so aufspießen oben. Das heißt, jeder sieht immer, was man als Vorräte noch hat, wie weit man noch fahren kann. Und dazu muss man Aufträge erfüllen, entweder Kriegsaufträge oder Handelsaufträge. Sehr durch die zentrale Map tatsächlich eine hohe Interaktion da. Und es wurde uns beschrieben, und ich kann es immer wieder bestätigen, als Marco Polo von der Komplexität her. Also ein gehobenes Kennerspiel, bis anfängliches Expertenspiel. Man kommt einigermaßen fix rein, finde ich. Und dann ist es mit den ganzen Ausbauten, die man machen kann, echt komplex. Aber eins, wenn ihr Spiele mögt, wie Hans im Glück häufig rausbringt, ist das genau in dieser Reihe. Und ich bin immer wieder begeistert, dass sie so gut kurierte Spiele rausbringen. Große Empfehlung von mir, schaut vorbei. Und wenn die Tische zu voll sind, nehmt so mit. Bin ich gespannt drauf, freue ich mich auch sehr. Ja, keine Empfehlung kann ich aussprechen für On the Road. Das erscheint bei Hoch. Eigentlich hatte das sehr, sehr gute Vorzeichen. Es hat Backbuilding-Mechanismus. Wir sind eine junge Band, die quasi zu dem größten Festival des Landes will und da unsere Fans versammeln wollen. Thematisch also auch voll meins. Spielerisch leider sowas von belanglos und teilweise auch frustrierend, denn wir bauen uns immer random, bauen wir diese Map auf. Über diese Map versuchen wir über verschiedene Gebiete, versuchen wir halt Tickets zu holen oder Tickets zu vergeben, versuchen mehr Fans in unserem Beutel reinzubekommen. Und wenn wir in Städten kommen, die dann zwischendurch da einmal auftauchen, da haben wir dann auch die Möglichkeit vor allen Dingen, dass wir halt mehr Fans generieren, die in den Beutel kommen, die wir dann halt von der Mainstage bei dem großen Festival platzieren. Das große Problem bei dem Spiel ist, was total frustrierend ist. Wir haben immer drei Karten auf der Hand, die unsere Bewegung definieren. Und wir müssen, wenn ich, und die sind zwischen 1 und 6. Und wenn ich halt auf eine Stadt will, wo ich hin will, brauche ich auch genau diese Zahl. Es kann also durchaus passieren, und so ging es mir zum Beispiel, ich habe immer nur hohe Karten gehabt. Und was den Nachteil hatte, dass ich ganz schnell oben beim Festival ankam, kaum Fans im Beutel hatte, ich konnte aber auch nichts dagegen tun. Es gibt Karten, wo dann so ein Van drauf ist, da hat man die Möglichkeit, dass man rückwärts fahren kann. Aber auch da musst du wieder genau mit deinen Bewegungskarten überhaupt draufkommen, damit du das überhaupt triggerst. Und wenn du nicht genau diese Summe hast, dann hast du keine Chance. Dann gibt es so einen ganz komischen Mechanismus, dass man Fans von anderen, wenn man Fans von anderen Spielern rauszieht, dann werden die nicht auf die Mainstage gelegt, sondern die werden von Toilettenhäuschen geschickt. Wir denken, ja gut, okay, ja, von mir aus. Also, ja, ganz schlimm. Also die Leute haben eh schon weitergeschaltet, als du am Anfang meintest, ganz zu vergessen. Ja, also ganz schlimm. Also es ist, also eins der wenigen Spiele, wo ich zwischendurch wirklich gesagt habe, boah, sollen wir abbrechen? Und dann war bei der Tenor, nee, komm, ist jetzt gleich eh vorbei, machen wir noch zu Ende. Aber nee, definitiv Finger weg davon, lasst euch nicht von dem coolen Thema abholen, weil das Spiel selber ganz, ganz miserabel. Schade. Ich möchte kurz nochmal Mycelia erwähnen, weil wir reden über viel Kennerspiele und Expertenspiele. Und wenn sich jetzt jemand fragt, ja, und was ist so mit einem Familienspiel als Empfehlung? Dann auf jeden Fall Mycelia. Ein familienfreundliches Deckbauspiel, ein schönes Schiebepuzzle, wo wir versuchen, unsere Tautropfen loszuwerden. Also wir optimieren ein Deck, wo ja immer Aktionen ausgeführt werden. Und da gibt es auch so ein paar Module, die man dazu nehmen kann für Leute, die dann halt schon mal ein bisschen mehr Erfahrung haben, die können auch ein bisschen anspruchsvoller reinsteigen. Super schönes Spiel und auf jeden Fall eine Empfehlung für Familienkreise. Das hat für mich Chancen fürs Spiel des Jahres nächstes Jahr. Ja, ich würde jetzt so gern bei den Familienspielen bleiben, aber mein nächstes Ding ist halt leider auch wieder so eher so ein Brecher, obwohl ich gar nicht dachte, dass der so expertig ist. Aber Planta Nubo ist tatsächlich schon eher was für Eurogame-Liebhaber. Und zwar spielt es in einem Solarpunk-Universum. Da leben wir auf großen Bäumen, bauen dort unsere Gärten an und die Pflanzen, die wir da sozusagen anbauen, die liefern uns Energie. Wir müssen die aber erst mit Luftschiffen da irgendwo hinbringen, damit sie uns sozusagen dann Energie liefern und Siegpunkte in Form von Sauerstoff. Und dann können wir damit unsere kleine Engine auf unserem Tableau befeuern. Sehr, sehr viele kleine Mechanismen. Es wird ein bisschen gepuzzelt. Man muss ein bisschen Engine-Building machen. Es ist ein interessanter Auswahlmechanismus dabei. Und warum da, glaube ich, so viel drinsteckt, ist, weil es von einem Autoren-Trio ist, nämlich von Uwe Rosenberg, von Ode und von Mike. Und man merkt da wirklich irgendwie die Handschrift von allen dreien drin. Ich muss sagen, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Es ist wirklich doch eher was für Grübler. Also die Bock haben, auch ein bisschen irgendwie so Hirnschmalz da reinzustecken. Ich fand es ein bisschen kleinteilig. Also es ist ein bisschen sehr viel Würfel auf Plättchen und Plättchen unter Plättchen reinschieben und so. Das muss man, glaube ich, wissen und das muss man mögen. Aber ansonsten kann ich auf alle Fälle sagen, wer auf komplexere Spiele steht, das solltet ihr euch angucken. Gut, weil ich war mit Uwe Rosenberg gerade so sein
schwierigeren Spielen in letzter Zeit eher Hit and Miss. Aber wenn du sagst, das ist gut, dann freue ich mich nochmal umso mehr drauf. Ich glaube, eins der Spiele, eines der Titel, über das wir am wenigsten Worte verlieren müssen, ist Expeditions. Das neue Spiel in dem Scythe-Universum. Wobei hier eventuell die Falle ist, dass Leute sagen, ey, neues Scythe. Das Spiel ist komplett unterschiedlich zum eigentlichen Scythe. Nur der Name und das Universum ist gleich und der Entwickler. Aber sonst haben die Spiele nicht so viel gemeinsam. Es ist eher ein Kartenspiel, verschiedene Karten, die wir probieren zu erforschen, die wir von einem Spielbrett uns ein bisschen zusammendraften. Ein Spiel, wo wir nur einen Mech durch die Welt bewegen, ein bisschen erkunden, Plättchen umdecken, dann die Aktionen da ausführen und dann ein bisschen wie bei zum Beispiel La Granja Karten auf ganz viele verschiedene Arten benutzen können. Links reinschieben in unser Spielfeld, rechts und oben, je nachdem machen sie was anderes. Ein Spiel, was mir echt gut gefallen hat. Ich habe es bisher nur einmal testen dürfen, da hat es mir aber wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber nicht den Fehler machen, hey, ich mag Scythe, ich werde das auch mögen. Ich glaube, das spricht schon unterschiedliche Leute an. Es ist leicht, ein Tick leichter und auf jeden Fall mal testen, aber mir hat es sehr gut gefallen. Ich war sehr gespannt auf dein Fazit, weil ich war an diesem Abend auch dabei, hatte aber wegen Kopfschmerzen dann abgebrochen und weil ich wusste, zu viert ist dieses Spiel nicht besonders. Also es wird nicht besser mit mehr Leuten. Ich hatte im letzten Mal auch schon wieder ausführlich drüber geredet. Ich finde, das, was man tut, da ist ganz cool, aber man muss ganz klar wissen, das ist eher solistisch, was man da tut. Und da die Interaktion ist halt von, man nimmt sich Karten weg und man blockiert sich Plätze, mehr ist da halt nicht. Ne? Das muss man einfach wissen, wenn man dieses Spiel angeht. Und es wird nicht besser mit mehr Leuten. Also es ist eher, wird weniger gut. Und dann ist halt nicht mehr so interaktiv. Deswegen, das ist ein Spiel, wo ich sagen muss, probiert es lieber erstmal aus, ob es euch gefällt. Ich hatte 2 oder 3 Partien, die fand ich ganz gut, plus, obwohl es Schwächen hat, ganz klar. Also es hat Potenzial, Leuten auch komplett gar nicht zu gefallen. Deswegen probiert es lieber erstmal aus. Wir haben es auch auf der Berlin-Con zusammengespielt und ich bin auch immer noch nicht sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe hab seitdem auch noch mal 2-mal gespielt und ich habe das Gefühl, es wird dem Spiel gut tun, wenn es eine halbe Stunde kürzer ist. So, was ich dann noch hatte, ein Spiel, worauf ich mich sehr gefreut habe, und das ist Karak 2. Karak 1 war ganz, ganz lange bei unserer Motte, also bei meiner Tochter, ein Dauerbrenner, ein Dungeon Crawler für Kinder. Wir haben es mit ihr angefangen zu spielen, da war sie 5. Jetzt kommt der zweite Teil raus und der hat mich überrascht auf mehreren Ebenen. Man erkennt Karak wieder, auch die alten Helden sind da, aber man ist jetzt aus dem Dungeon raus an der Oberwelt. Natürlich haben die alten Helden jetzt auch alle Reittiere, also total toller Wiedererkennungswert. Und jetzt muss man eine Obermap quasi bereisen und so einen Dämonentypen, Obermotz, Möppel schlachten. Und was mich total dabei überrascht hat, ist, dass es weniger Dungeon Crawler ist, sondern es fühlt sich jetzt fast so ein bisschen an wie so ein Heroes of Might and Magic für Kinder. Und das fand ich schon sehr cool, weil ich mag so Heroes of Might and Magic Style-Spiele sehr gerne. Man muss seine eigene Burg jetzt bauen, man kann seine Burg ausbauen, kann da neue Monster rekrutieren oder neue Armeen, Bogenschützen und muss dann Felder aufdecken und muss dann versuchen, stärker zu werden, bessere Items zu finden, natürlich wieder gegen Monster zu kämpfen. Und das macht Spaß, das macht total Spaß und ist für mich so eine konsequente Weiterentwicklung von Karak, wo man sagen kann, okay, die Kinder wachsen damit, weil da Karak 2 würde ich jetzt nicht mit der 5-Jährigen spielen, aber jetzt ist unsere Tochter jetzt bald 8 und das ist genau das richtige Alter, wo sie jetzt auch bereit für Karak 2 ist und es auch total abfeiert, wo sie jetzt Karak 1 inzwischen langweilig findet. Super gut, also es gefällt uns, es hat mich, wie gesagt, überrascht auch, in welche Richtung sie damit jetzt gehen. Was ich bei dem Spiel sehr witzig finde, wir haben ja in letzter Zeit häufiger mal Spiele, wo wir sagen, warum ist denn da so ein Kindergrafik-Artwork drauf, so Challengers, ne? Das sieht aus wie ein Kinderspiel. Bei dem Spiel finde ich das andersrum. Das ist ein Kinderspiel, das aber vom Artwork gar nicht oder vom Cover überhaupt nicht so aussieht. Fand ich überraschend. Das Schöne ist übrigens, weil Karak 1 ist ja damals bei Cosmos erschienen, das Karak 2 erscheint jetzt nur bei Albi, aber die haben wirklich auch Anleitungen in allen Sprachen drin. Also Deutsch ist da auch direkt mit drin. Ich bin sehr gespannt, ob Karak 3 dann so ein episches 4X-Spiel für Kinder ist. Irgendwie so ab 10, aber dauert 4 Stunden. Und genau. Bin sehr gespannt. So, ich habe mit Dennis gestern aber lange über Voidfall geredet. Er meinte, er glaubt, das ist das komplexeste Spiel, was er je gespielt hat. Und ja, das ist anspruchsvoll. Das hat eine 4,5, glaube ich, auf BoardGameGeek. Da kann man sich ordentlich was grübeln. Aber es ist nicht kompliziert. Und ich habe unter dem Video auch einen Kommentar gelesen, wo er meinte, also wenn das Spiel jemand drauf hat und erklärt das einem anderen Expertenspieler, schafft man das in 20 Minuten. Und ja,
das ist ein Spiel, was man sehr leicht erklären kann, finde ich auch. Und ich glaube auch nach so ein, zwei Partien, und ich habe noch nicht mehr die Regeln gerade gelesen, kann man das sehr gut lernen. Und ich habe von vielen gehört, dass die Regeln sehr gut sind. Ich habe es ja vor 2 Jahren als Prototyp mir durchgelesen, fand da die Regeln auch schon sehr gut. Die Ikonografie ist herausragend. Und es ist ein 4X-Spiel, ein komplexes, aber finde ich mit einer riesigen Box. Und wer auf Mindclash-Games oder auf komplexe Spiele steht im Cypher-Universum, der muss sich das unbedingt mal angucken. Für mich ist es gerade ein Highlight des Jahres. Auch wenn es ein bisschen dauert. So Erstpartie, 1 Stunde pro Spieler. Wenn man drin ist, schafft man es auch in 1/4 Stunde pro Spieler. Mit vielen Szenarien kann man kooperativ spielen, solo spielen, kompetitiv. Ich finde es genial. Also ich finde das Artwork geil, ich finde das für das Game Design super gut. Ist gerade für mich ein Highlight auf jeden Fall. Ich glaube, das wird so ein Spiel sein, was du bei ganz, ganz vielen Spielewochenenden oder Convention siehst, wo ganz viele Leute Schlange stehen, um mitzuspielen und es sich erklären zu lassen. Ich finde, das Schöne ist, das ist kein Spiel, wo man unbedingt viele Leute für braucht, um es gut spielen zu können. Also 2 oder 3 Spieler ist für dieses Spiel auch richtig gut. Wenn du ein Twilight Imperium spielst, dann ja, da willst du eher 4 aufwärts haben. Ne? Und das ist ein Spiel, das kannst du auf jeden Fall mit weniger Leuten auch richtig gut spielen. Freue ich mich auch sehr darauf, das zu spielen. Ja, Mindclash ist halt wirklich ein Garant für gute Spiele, ne? Muss man echt sagen. Und wer auch ein Garant für gute Spiele ist, wir haben den Namen heute schon häufiger gehört, ist Wladimir Suchy. Und der hat eben noch ein 3. Spiel im Gepäck in Essen, nämlich Evacuation. Da habe ich jetzt vor kurzem auch ein eigenes Video zu gemacht, weil ich das Spiel tatsächlich so interessant fand. Ich glaube, es haben viele Leute auf dem Zettel. Es ist wieder ein komplexes Expertenspiel aus dem Hause Delicious Games, bei dem es diesmal darum geht, dass wir quasi fast eine Art Umzugsunternehmen leiten. Denn wir wollen sozusagen von einem auf einen anderen Planeten umziehen. Und das Coole ist eben, dass der eine Planet, auf dem wir ursprünglich waren, halt schon seine laufende Produktion hat, die wir langsam runterfahren müssen. Und auf dem neuen Planeten müssen wir uns erstmal irgendwas aufbauen. Und da dieses richtige Timing zu finden, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde, es ist ein sehr gestreamlinedes Spiel, was, wenn man es irgendwie die ersten Runden und Züge spielt, sich gar nicht so komplex anfühlt. Aber man merkt dann schon, wow, da steckt einiges drin an Gedanken, die man sich machen muss. Also ich glaube, das ist so ein Expertenspiel, was so sich unter einem Kennerspiel schlummernd versteckt. Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Und das wird definitiv seine Fans finden. Ich glaube, es wird leider nur auf Englisch da sein bei Delicious Games. Auf Deutsch wird es wohl erst im Frühjahr nächsten Jahres rauskommen. Aber ich glaube, für Expertenspiel-Fans ist das fast ein Pflichtkauf. Also gut, so weit würde ich es nicht gehen. Aber zumindest würde ich sagen, schaut es euch auf alle Fälle mal an. Weil es hat eben auch so viel Eigenes mit diesen beiden verschiedenen Ökosystemen, die man da abwägen muss, was ich jetzt so noch nicht gesehen habe, dass man sagen muss, es ist allein schon deswegen interessant, weil es eben halt nicht so ist wie jedes andere 0815-Euro-Game. Also auf meiner Liste ist es definitiv auch drauf. Also du hast definitiv recht, eins der gehyptesten Spiele vor Essen. Ich habe noch ein Spiel mit drauf gemogelt, gerade eben, und zwar Match of the Century, ein 2-Spieler-Spiel basierend auf einem epischen Schachmatch aus den 70ern. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und es ist das beste 2-Spieler-Spiel, was ich seit langem, ich glaube vielleicht sogar dieses Jahr, wobei, nee, stimmt nicht, Dorfromantik, das Duell habe ich jetzt nicht so ganz als 2-Personen-Spiel gesehen, aber ein grandioses Spiel, was ich gerade eben zum ersten Mal spielen durfte, was mir echt gut gefallen hat, weil es thematisch gut ist und weil es Schach wirklich nur als Thema hat und nicht als Mechanismus. Also wir spielen ja nicht jetzt irgendwie 8 Schachmatches, sondern es ist in 45 Minuten bis einer Stunde gespielt. Wir haben 2 asymmetrische Kartendecks, wo wir probieren, ein bisschen wie bei Schottentotten, Kartenduelle zu gewinnen, also ein dauerndes Tauziehen an verschiedenen Fronten und probieren, den anderen so ein bisschen auszudenken quasi. Dadurch drehen wir unsere Karten aber jede Partie um, weil wir immer mit den weißen und dann mit den schwarzen Karten spielen oder den Kartenseiten spielen. Jede Karte ist 2 geteilt und müssen einfach nur probieren, verschiedene Duelle zu gewinnen. Aber auch hier ist es natürlich so, warte mal, jetzt spiele ich hier eine 2 hin, dann spielst du nur eine 5 hin, du gewinnst, gibt aber weniger Punkte. Ich behalte die Karte lieber zurück für das nächste Match. Ganz viele Überlegungen, die da reingehen. Leicht erklärt und dann kommt die Komplexität erst rein durch die verschiedenen Karteneffekte, die immer der auslösen kann, der das Match eben gerade verliert. Der darf als Bonus sozusagen oder als Wiedergutmachung eben einen Karteneffekt auslösen. Hat mir extrem gut gefallen. Höherer Schwierigkeitsgrad, als ich gedacht habe. Designer Paolo Mori, der kann einfach 2-Personen-Spiele, der kann viel, aber das vor allem finde ich, hat ja Blitzkrieg und Cäsar, dieser 20-Minuten-Engine-Builder gemacht. Auch Ethnos hat er gemacht. Das kann er. Und das hier ist eins meiner Meinung nach seiner besten Spiele. Krass, ja. Ich habe mich halt gefragt, das führte sich so an, als wären die Denkprozesse, die man tut, auch so ein bisschen Schach-like. Ja, man probiert halt, den anderen so ein bisschen hinters Licht zu führen, also mit seinen Entscheidungen und ein bisschen vielleicht auch mal anzublöffen. Ich habe hier eine niedrigere Karte nur.
Also man, eine witzigerweise der Sachen, die ich am realistischsten fand, es gibt eine Leiste, die man, wo man runtergeht, die gleichzeitig auch die Anzahl an Karten in der Hand verdeutlicht. Und das ist die Müdigkeit des Geistes. Und man wird tatsächlich müder, weil man die ganze Zeit irgendwelche Entscheidungen treffen muss, die probieren, den anderen zu outsmarten. Und das hat mir so gut gefallen. Also nicht Schachthema, also nicht das Spiel Schach, aber vom Thema super gut umgesetzt. Okay. Ich hab da ja auch total Bock drauf. Ich habe jetzt aber schon mehrfach gehört, deshalb ich habe überlegt, ob ich es mit Cat spiele. Aber jetzt haben einige schon gesagt, das hat schon so ein bisschen Wargame-Feeling. Und ich glaube, damit brauche ich hier nicht kommen, weil das ist gar nicht erst. Ja, vielleicht, weil es halt ein sehr konfrontatives Spiel ist, dadurch, dass du die ganze Zeit im Duell stehst. Aber ich finde nicht vom Thema her. Also es ist schon, kann schon gemeinere Karteneffekte geben, wie ach, haha, hier werten wir doch nichts. Aber irgendwann nach ein paar Spielen, glaube ich, kennt man eben auch die Karten des anderen, auch wenn sie asymmetrisch sind. Und es ist jetzt nicht so, dass man da denkt, also da finde ich zum Beispiel Roma oder das Cäsar-Spiel deutlich martialischer vom Thema. Also ich glaube, könnten auch Spielern, die das normalerweise nicht mögen, gefallen. Okay, klingt jetzt doch nicht so, als würde ich da Schach spielen, also von den Denkprozessen. Dann gefällt es mir vielleicht doch ganz gut. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat der wilde Ritt gefallen. Wir werden natürlich über Essen ganz viel berichten. Also es wird hier dann Headquarter geben. Wir werden jeden Tag erzählen, was haben wir erlebt, was sind gerade die heißen Titel, was haben wir ausprobiert, was ist ausverkauft, wo müsst ihr am nächsten Morgen am Stand stehen. Also wir werden jeden Tag wieder berichten. Da freuen wir uns sehr drauf und hoffen, dass ihr auch dabei seid. Und wenn wir in Essen über den Weg laufen, sagt gerne Hallo. Wir haben eine Besonderheit diesmal dabei, ein besonderes Goodie. Davon berichten wir dann aber in den nächsten Tagen. Freut euch drauf. Wir haben auf jeden Fall schon richtig Bock. Macht's gut. Danke euch. Ciao. Ciao. Ich heb ab. Ciao.